Herzlich willkommen zum Webinar im Rahmen der Berliner Energietage Klimaneutrale Industrie, ein zielgerichtetes Konjunkturpaket als Chance für die Industrietransformation. Das ist heute eine gemeinsame Veranstaltung von Agora Energiewende und dem Kompetenzzentrum Klimaschutz in energieintensiven Industrien KI. Wir haben uns zu Beginn des Jahres, als das Programm der Berliner Energietage aufgestellt wurde, gedacht, versuchen wir doch mal dieses eher untypische Thema Industrie im Rahmen der Berliner Energietage vorzustellen, auch der Energieszene etwas näher zu bringen, denn die Industrietransformation wird Anforderungen an das Energiesystem stellen hinsichtlich Infrastruktur, hinsichtlich Einbettung von Flexibilitäten, hinsichtlich auch Energiebedarfsmengen, die werden sich verändern. Und das ist es uns wert gewesen zu sagen, dieses Thema gehört auch im Rahmen der Berliner Energietage besprochen. Es ist ja eher untypisch, dieses Thema, dieses Industriethema so prominent zu diskutieren, weil die Berliner Energietage ja eher eine Historie im Rahmen von Gebäude, Energieeffizienz und erneuerbaren Energien haben. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, das Thema gehört auf die Agenda. Nun hat uns natürlich die Covid-19-Krise etwas überholt und allenthalben wird im Moment über Konjunkturprogramme diskutiert. Und wir sehen, dass diese Konjunkturprogramme, wo große Mengen an Geld umverteilt werden, ausgeschüttet werden, natürlich auch dazu genutzt werden können, um die industrielle Transformation zu beschleunigen. Das wollen wir heute besprechen mit unseren Panelisten, mit Impulsvorträgen, die wir bekommen werden als wesentlichen Programmpunkt. Und wir hoffen, dass wir am Ende in diesen Fragen, kann ein grünes Konjunkturprogramm entsprechend Transformationsimpulse bei der Industrie leisten, dass wir da etwas schlauer reingehen oder rausgehen aus der Veranstaltung, als wir heute reingehen. Ich werde durch die Veranstaltung führen, gemeinsam mit dem Kollegen vom Kompetenzzentrum Klimaschutz, Bernd Wenzel. Und wir haben für Sie vorbereitet, dass wir nach einer kurzen Einführung das KI mal kurz vorstellen. Das KI ist ja noch relativ neu in der Szene, deswegen ist es immer noch gut, sich das auch nochmal zu vergegenwärtigen, was das für eine Initiative ist. Danach haben wir Impulsvorträge für circa 25 Minuten vorgesehen. Wir wollen natürlich auch Sie beteiligen, deswegen werden Publikumsfragen nach den Impulsvorträgen zugelassen. Wir haben als folgenden Block dann Kurzstatements, Impulse der Panelisten für die anschließenden Podiumsdiskussionen geplant, um auch von denen kurz Standpunkte abzuholen, wo die Diskussion aus ihrer Sicht gerade steht. Und wir werden dann am Ende die Veranstaltung nochmal kurz zusammenfassen, um hier möglichst auch eine Conclusio zu ziehen aus der Diskussion, die wir hoffentlich heute erleben. Ich übergebe jetzt kurz an meine Kollegin Nicola Bock, die hat die Nutzungshinweise für dieses Webinar zusammengefasst und wird sie kurz durchführen, was bei der Interaktion mit uns zu beachten ist. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Sie sehen das wahrscheinlich gar nicht, aber wir sind tatsächlich im Moment ca. 280 Personen im Publikum plus die diversen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Podium. Da wir Sie leider nicht sehen und Sie auch nicht die Möglichkeit haben, Ihre Hand zu heben, das heißt, mir fällt gerade ein, ich habe versäumt, es auszustellen, nutzen Sie es bitte nicht, denn wir wollen nicht damit arbeiten. Ich stelle es gleich aus, wenn ich mit den Nutzungshinweisen durch bin. Sie haben aber zwei andere Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Und zwar, wenn Sie unten mit der Maus über Ihr Menü gehen, dann sehen Sie dort zwei Icons. Es gibt das Chat-Icon und das F&A für Fragen und Antworten-Icon. Das Chat-Icon können Sie für alles nutzen, was das Technische betrifft. Also zum Beispiel, wenn Sie nicht richtig hören oder wenn wir eingefroren sein sollten oder so etwas, das können Sie alles da reinpacken. Das landet hier bei uns auf dem Podium und wir bemühen uns dann, die Probleme zu lösen, sofern es in unserer Macht steht. Wir nutzen das Chat-Fenster auch, um Ihnen relevante Links zukommen zu lassen. Zum Beispiel haben wir die beiden Impulsvorträge, zu denen es gleich auch Präsentationen geben wird, bereits auf unserer Webseite hochgeladen und Franziska Riemann wird jetzt vermutlich, hoffe ich, den Chat damit füllen, sodass Sie den Link schon haben und die Präsentationen auch schon parallel aufmachen können oder runterladen können, falls Sie vielleicht Schwierigkeiten haben hinterher beim Abspielen oder einfach auch für nach die Veranstaltung. Dann
haben Sie sicherlich wahrscheinlich nachher auch die ein oder andere Frage, die die Präsentationen oder die Vorträge betrifft. Diese packen Sie bitte ausschließlich in das Fragen- und Antworten-Fenster. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit, diese durchzugehen, ein bisschen zu clustern, zu bündeln und möglichst viele davon später in der Podiumsdiskussion dann auch stellen zu können. Das wird nachher mein Kollege Vido Witecker machen, zusammen mit Philipp Hauser. Die gehen das währenddessen die ganze Zeit durch. Also bitte inhaltliche Fragen ausschließlich in das Fragen- und Antworten-Fenster. Denn die Krux dabei ist, in dem Moment, wo wir sie beantworten, schalten wir sie auf sichtbar für alle Zuschauer im Publikumsraum. Das kann man beim Chat nicht machen. Insofern bitte die beiden Bereiche teilen, dann macht es für uns auch ein bisschen leichter mit der Übersicht, denn wir hatten hier schon Webinare, wo an die 120 Fragen gestellt wurden. Und dann noch ein Punkt. Sie sehen das schon, wir zeichnen die Veranstaltung auf, denn wir möchten sie gerne auch denjenigen, die jetzt nicht teilnehmen können, zur Verfügung stellen. Das heißt aber auch, in dem Moment, wenn Sie keine Spuren im Netz hinterlassen möchten, sollten Sie keine Fragen in das Fragen- und Antwortenfenster schreiben. Denn wie gesagt, es kann sein, dass Sie gewählt werden und dann eben auch für alle verfügbar gemacht werden. Der Hinweis an dieser Stelle. So, jetzt wünsche ich Ihnen eine spannende Veranstaltung und viel Spaß dabei und reiche gleich weiter an Herrn Wenzel. Frau Bock, für die Einführung und die technischen Hinweise. Mein Name ist Bernd Wenzel. Frank Peter hat ja schon gesagt, dass das Kompetenzzentrum Klimaschutz in energieintensiven Industrien noch ein neuer Player hier in diesem Kontext ist. Und deswegen ist es jetzt mal die Möglichkeit, dass ich Sie mal kurz vorstelle, was wir sind und was wir machen wollen in Zukunft in den nächsten Jahren. Das Kompetenzzentrum ist eine Initiative vom Bundesumweltministerium, gegründet letztes Jahr, offiziell im November, sind wir an den Start gegangen. Wir haben unseren Sitz in Cottbus, in der Lausitz, und bauen halt hier unser Kompetenzzentrum jetzt Stück für Stück auf. Derzeit sind wir 11 Mitarbeitende hier schon vor Ort und arbeiten in mehreren Bereichen. Ein Hauptbereich unserer Arbeit wird die Projektträgerschaft für ein Förderprogramm Dekarbonisierung in der Industrie sein. Dieses Förderprogramm soll Unternehmen die prozessbedingte Emission, da wird es gleich noch ein bisschen was auch mehr zu gesagt haben, die Unternehmen fördern, dass sie neue Produktionsanlagen bauen können, die weniger CO2-Emissionen verursachen oder gar keine am Ende mehr. Dabei werden wir Sie beraten und begleiten, dass Sie halt Fördermittel bekommen können. In diesem Fördertopf sind rund 1 Milliarde Euro schon eingestellt worden von der Bundesregierung und auch derzeit können Fördermittel schon ausgereicht werden über ein sogenanntes Förderfenster Umweltinnovationsprogramm. Die Antragstellung läuft deswegen noch nicht über uns, sondern noch über die KfW, für die das interessant ist. Aber Sie können gerne schon auf uns zukommen, wenn Sie Fragen haben. Wir können Sie entsprechend informieren. Auf unserer Webseite finden Sie auch die entsprechenden Links hin zu diesem Umweltinnovationsprogramm. So, das befindet sich in Vorbereitung und Aufbau. Bei uns läuft aber schon über KfW und Umweltbundesamt praktisch schon, ist das schon angelaufen. Der zweite Teil unserer Arbeit wird sein, eine sogenannte, nennen wir so Think Tank oder Denkfabrik-Bereich, weil wir ja mit vielen Akteuren zu tun haben, sowohl mit der Industrie als auch mit der Wissenschaft, mit der Politik und auch der zivilen Gesellschaft laufen bei uns viele Fäden zusammen und viele Informationen treffen bei uns ein. Und wir wollen diese verknüpfen, nicht nur die Informationen, auch die Akteure. Und daraus, aus den Informationen, die bei uns ankommen und den Arbeiten, die wir machen, alles das, was wir daraus auch lernen und vertiefen, auch Impulse geben, zurück zu den verschiedenen Akteuren, um Innovation in diesem ganzen Kontext zu befördern. Das heißt, der Netzwerkcharakter von unserer Arbeit ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit, dass wir zu vielen Akteuren in Beziehung treten, auch persönliche, nicht nur digitale Beziehungen. Und dass auch in diesem Netzwerk sich über die nächste Zeit, Monate, Jahre auch viele Möglichkeiten dann konkretisieren werden, wie die Industrie mit ihren prozessbedingten Emissionen auch dekarbonisiert werden wird und die technischen Lösungen auch dann vorwärts kommen, weil ja noch viele Randbedingungen darum
auch wichtig sind. Und diese Randbedingungen, ich nenne, reife jetzt nur mal ein paar raus, das ist zum Beispiel dann in der, das Thema Energiewende, Strom, damit verbunden auch das Thema Wasserstoff, aber auch Kreislaufwirtschaft oder regulatorische Rahmenbedingungen. Das sind mal als paar Beispiele genannt, die beschäftigen uns alle mit, weil die Dekarbonisierung der Industrie findet ja nicht auf einer Insel statt, sondern in einem komplexen Umfeld, wo viele Einflussfaktoren eine Rolle spielen. Weil jetzt hier nicht so viel Zeit ist, gehe ich ja nicht tiefer rein in unsere Schwerpunkte, aber ich möchte Sie hinweisen auf unsere Webseite klimaschutz-industrie.de. Dort werden zunehmend Informationen auch von unserer Seite eingestellt. Auch das befindet sich noch im Aufbau und ist ein wesentlicher Teil unserer Arbeit, die komplexen Zusammenhänge, die wir in diesem Kontext Industrie, Dekarbonisierung in den nächsten Jahren, Jahrzehnten sehen werden, auch transparent zu machen für Leute, die jetzt keine Fachleute sind, die jetzt nicht so nah an der Thematik sind und sich aber informieren wollen. Und das werden wir auch mit Veranstaltungen machen, verschiedenster Art. Das ist jetzt eine dieser Veranstaltungen, aber es wird auch noch weitere Veranstaltungen für Fachpublikum, für allgemein, für Bürger geben. Wir machen eine hier für die Lausitz demnächst, auch eine Veranstaltung, sodass wir das Thema auf verschiedenen Ebenen an die Leute bringen wollen, die damit direkt oder auch indirekt nur zu tun haben, weil sie in Gegenden wohnen, wo dann entsprechende Projekte auch umzusetzen sind. Soweit will ich es erstmal hierbei belassen zu unserem Kompetenzzentrum und leite jetzt über zur Umfrage, die jetzt für Sie gedacht ist. Da gibt es einige Fragen und diese Fragen können aber auch nur die sehen, die jetzt über diesen Webbrowser reingegangen ist. Die sehen das jetzt, dass das aufpoppt, dieses zusätzliche Fenster mit ein paar Fragen. Für die, die es jetzt nicht sehen, die können Sie auch nicht beantworten. Aber lese ich sie jetzt vor. Die erste Frage ist, mit welchem beruflichen Hintergrund nehmen Sie an unserem Webinar teil? Da gibt es die Möglichkeit Wissenschaft, NGO, Politik, Gewerkschaft, Wirtschaft, energieintensive Industrie und Sonstiges. Und die zweite Frage ist auch an Sie, bis wann wird die deutsche Industrie klimaneutral? Was denken Sie dazu? A, bis 2030, B bis 2040, bis 2050 oder bis 2060. Aus diesen Möglichkeiten können Sie jetzt wählen und das Ergebnis bekommen wir dann gleich. Und damit gebe ich zurück an Frank Peter. Ich lasse es gerade noch zwei Sekunden laufen, aber es sieht so aus, als hätten jetzt die meisten abgestimmt. Ich beende die Umfrage jetzt. Und in dem Moment sind die Resultate freigegeben. Vielen Dank. Also wir sehen, dass gut ein Drittel der Leute aus dem wissenschaftlichen Kontext kommen, hier und heute. Das heißt also, wir haben wahrscheinlich ein Fachpublikum, wie immer auf den Berliner Energietagen, wo wir natürlich auch ein Stück weit in Details gehen können. Wir haben auch ein fünfter Vertreter aus der Wissenschaft. Sonstiges macht ungefähr auch knapp ein Viertel aus. Aber auch aus der energieintensiven Industrie haben wir einige Teilnehmer an Bord, die dann hoffentlich auch mit spezifischen Fragen zur Industrie aufwarten können. Bis wann ist die deutsche Industrie klimaneutral? Was denken Sie? Die Option geht gar nicht, haben wir bewusst nicht zur Verfügung gestellt. Deswegen die meisten gehen hier doch ein along mit dem Ziel, dass Deutschland sich gesetzt hat, zumindest die Bundeskanzlerin hat es verkündet, dass wir bis 2050 Klimaneutralität erreichen wollen und knapp die Hälfte der Befragten hier sagt, dass 2050 aus ihrer Sicht eine realistische Perspektive ist. Damit sind die natürlich dann auch entsprechend align mit den europäischen Vorgaben. 2060 sagen aber auch noch mehr als ein Drittel der Leute hier in der Umfrage, was darauf hindeutet, dass die Herausforderung, die wir hier vor uns haben, von vielen als eine sehr große eingeschätzt wird und Ideen, die Richtung 2040 oder 30 in Richtung Klimaneutralität denken, sind hier in der Gruppe schon vertreten, aber bei weitem nicht so prominent wie die anderen beiden Zahlen.
Vielen Dank, Nicola, für die Umfrage. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. So haben wir ein ganz gutes Bild, auch hier im Webinar, um uns ein Stück weit darauf einzustellen, was für ein Publikum wir hier vorfinden. Und entsprechend können wir dann natürlich auch die Inhalte, die Diskussionsbeiträge etwas anpassen. Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Tagesordnungspunkt. Das sind die Impulsvorträge. Wir haben uns dafür entschieden, sie stark in den wissenschaftlichen Kontext oder vom wissenschaftlichen Hintergrund aus uns Impulse abzuholen, weil natürlich in allererster Linie auch die technischen Herausforderungen für eine Industrietransformation immens sind. Wir merken, dass wir mit den typischen Effizienzmaßnahmen der Vergangenheit an Grenzen kommen. Wir werden in Teilen der Industrie komplett neue Prozesse haben müssen, um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Und das ist natürlich auch immer eine Innovationsherausforderung, ist eine Herausforderung an die richtigen Rahmenbedingungen. Aber die Rahmenbedingungen können wir ja nur stellen, wenn wir sicher sind, dass die technischen Machbarkeit am Ende auch gegeben ist. Dafür haben wir uns mit Professor Manfred Fischedick, einen ausgewiesenen Experten, geholt, um hier auch einen Input abzuholen, wie die Sicht der Wissenschaft auf die Industrietransformation ist. Herr Fischedick ist wissenschaftlicher Geschäftsführer am Wuppertal-Institut, ist seit Jahren in der Szene bekannt als einer derjenigen, der sich mit der Industrietransformation auseinandersetzt. Herr Fischedick, bitte geben Sie uns Ihren Impuls, starten Sie Ihre Präsentation. Ja, aus meiner Sicht erstmal herzlich willkommen und schönen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich bin einigermaßen zu verstehen nach Einstiegsschwierigkeiten in das Programm heute. Also vielen Dank für die Gelegenheit, heute den Input zu geben. Was habe ich mir für die 12 Minuten, die ich ungefähr habe, vorgestellt? 4 Punkte mit Ihnen zu teilen. Auf der einen Seite nochmal einzusteigen, die Frage, warum überhaupt Klimaschutz ist in Zeiten von Corona ja durchaus ganz wichtig, dass man nochmal daran erinnert, dass es auch große andere gesellschaftliche Herausforderungen gibt, die nicht hinunterfallen sollten. Im zweiten Teil dann kurz darauf zu gucken, was macht eigentlich die Corona-Krise mit uns, welche Auswirkungen hat sie auf CO2-Emissionen, auf die Industrie. Dann aber schwerpunktmäßig überzuleiten auf das Thema heute heutigen Veranstaltung, nämlich wie kann es weitergehen, was sind die Anforderungen an wirkungsvolle Konjunkturprogramme. Und abschließend, wenn die Zeit reicht, will ich damit vielleicht 4 oder 5 spezifischen Fragen, die nochmal das charakteristische Umfeld der Industrie, der energieintensiven Industrie insbesondere in den Blick nehmen und dann fragen, was heißt das jetzt eben für die nächsten Schritte, insbesondere auch für ein Konjunkturprogramm. Herr Fischedick, können Sie uns den Präsentationsmodus zuteil werden lassen? Dann können unsere Zuseher besser nachvollziehen. Vielen Dank. So, ich hoffe, Sie können es jetzt ein bisschen besser sehen. Ja, die ersten 2 Folien sind auch nur nochmal die Erinnerung, das kennen Sie alle. Trotzdem war es mir, glaube ich, wichtig, jetzt im Zeitraum von Corona, wo Klimaschutz ehrlich mal ganz, ganz oben auf der Agenda steht, im Unterschied zum letzten Jahr, nochmal daran zu erinnern, mit welcher Herausforderung wir es im Klimawandel zu tun haben und dass der Handlungsdruck eigentlich auch stetig wächst, mit jedem Jahr stetig anwächst. Was Sie hier sehen rechts, das kennen Sie, das ist die Entwicklung der Weltmitteltemperatur. Seit Beginn der Industrialisierung muss ich nicht viel zu sagen. Anstieg um etwa 1,1 bis 1,2 Grad Celsius. Und links sehen Sie Screenshots von Meldungen der Tagesschau.de, wo wir quasi in den letzten Jahren immer wieder Rekordwerte gehabt haben bei der Entwicklung der Treibhausgasemissionen, der Treibhausgaskonzentration auch in der Atmosphäre und auch immer wieder, was Temperaturen anbelangt, Rekorde zu vermelden waren. 2019 zum Beispiel war das zweitwärmste Jahr seit Beginn der systematischen Wetteraufzeichnung. Und die Prognosen für 2020 gehen eigentlich wieder in eine ähnliche Richtung. Insofern stehen wir vor einer großen Herausforderung, die da heißt Klimawandel. Der Schwellenwert, der von vielen Klimawissenschaftlern angegeben wird, auch das kennen Sie, sind die 1,5 Grad Celsius Erwärmung seit Beginn der Industrialisierung. Und dieses Bild zeigt nochmal, warum eigentlich 1,5 Grad Celsius. Das können Sie so schnell gar nicht nachvollziehen. Deswegen will ich die 2 wesentlichen Botschaften nochmal nennen, die aus diesem Bild herauskommen. Auf der einen Seite, dass wir wissen, dass jenseits der 1,5 Grad Celsius Erwärmung die Gefahr von sehr starken Klimaauswirkungen exponentiell zunimmt, ob das die Gefahr von Wetterextremen ist, von Dürren
von was auch immer, das nimmt halt hinterher 1,5 Grad Celsius exponentiell zu. Und wir wissen eben auch, dass jenseits der 1,5 Grad Celsius sogenannte Tipping Points auf uns warten, Kippmomente, die die Veränderungen des Klimas nochmal beschleunigen können und wir in eine Eigendynamik reinkommen, die wir möglichst vermeiden sollten. Spätestens seit dem Sachstandsbericht des Weltklimarates zu dem 1,5 Grad Celsius-Ziel wissen wir, dass wir im Grunde heute noch die Chance haben, dieses Ziel zu erreichen, aber nur dann, wenn wir tatsächlich bisher nie dagewesene Anstrengungen zur Begrenzung des Klimawandels unternehmen. Und das zeigt nochmal sehr deutlich den Handlungsdruck, vor dem wir stehen. Und das heißt eben auch, dass Deutschland insgesamt spätestens bis zum Jahrhundertmitte treibhausgasneutral werden muss. Und das heißt eben auch, dass letztendlich die Industrie den Beitrag dazu leisten muss und auch bis zur Mitte des Jahrhunderts treibhausgasneutral werden muss. Das nochmal vorausgeschickt an sicherlich Aspekten, die Ihnen alle bewusst sind. Ich will jetzt ganz kurz eingehen auf das, was wir wissen, was die Corona-Krise, so will ich sie vielleicht mal nennen, bisher schon in Veränderungen induziert hat und was möglicherweise noch absehbar ist. Sicherlich ist absehbar, dass wir noch über viele Monate, wenn nicht Jahre, mit hohen Unsicherheiten rechnen müssen, weil wir nicht ganz genau wissen, wie sich diese Krise noch entwickelt, ob es einen zweiten, dritten Shutdown gibt, ob es mehrere Wellen gibt, das alles wissen wir nicht. Insofern gehe ich erstmal auf das rein, was wir wissen und habe da mal Ergebnisse vorhin mir geliehen von der Internationalen Energieagentur, die im April einen Bericht rausgegeben haben, wo sie relativ schnell mal zusammengefasst haben, was im März und April denn schon sichtbar gewesen ist, beziehungsweise was sich als Projektion relativ sicher abschätzen lässt. Und was Sie hier sehen rechts oben, das ist quasi die potenzielle Entwicklung der Treibhausgasemissionen. Da sehen Sie schon in Richtung 2020 eben den Knick nach unten. Und noch deutlicher wird es, wenn Sie die jährlichen Veränderungen ansehen in der kleinen Grafik da unten drunter, dann sieht man eben, dass das alles, was wir bisher gesehen haben, dann deutlich in den Schatten stellt und dass wir etwa mit einer sechsfach größeren Veränderung durch Corona rechnen, als das zur Zeit der Wirtschafts- und Finanzkrise vor gut 10 Jahren der Fall gewesen ist. Also wir haben es hier mit einem signifikanten Effekt zu tun, der natürlich seine Auswirkungen haben wird. Die zweite Grafik, die ich mir entliehen habe, die zeigt, dass in unterschiedlichen Ländern das vor allem schon Auswirkungen gehabt hat im Bereich des Rückgangs der Stromnachfrage und nicht einfach nur ein paar Prozentpunkte, sondern durchaus sehr substanziell. In Frankreich mehr als 20%, in Spanien mehr als 20%, in Italien sogar nah an die 30%-Marke. Gerade aber Veränderungen in einem relativ kurzen Zeitraum der Stromnachfrage im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ähnliches wissen wir aus dem Verkehrssektor. Hier mal Beispiele aus Deutschland. Wir haben im Stadtverkehr ein Drittel weniger Verkehr gesehen im April. Wir haben den Überlandverkehr sogar bis zu 70% Rückgänge gesehen. Wir müssen hier aber in Klammern sicherlich dazu sagen, dass wir langsam dabei sind, ich will mal sagen, zur Normalität zurückzukehren und wir vielleicht schon wieder auf 80-90% des Niveaus vom Februar und Anfang März sind. Auch im Industriebereich, das wissen Sie, hat es große Auswirkungen gegeben, wieder im Blick auf Deutschland. Die Industrieproduktion ist allein im März in Deutschland um 9,2% gesunken. Die Branchen sind unterschiedlich betroffen. Natürlich vor allen Dingen auch die Automobilindustrie sehr stark betroffen im Rückgang der Produktion um ein Drittel und mehr in einem relativ kurzen Zeitraum. Also wir haben es mit großen Veränderungen zu tun, wir haben es mit großen Unsicherheiten zu tun. Insofern stellt sich natürlich jetzt die Frage, was können wir machen? Und was gemacht werden kann, wird gerade ja in Berlin intensiv diskutiert im Koalitionsausschuss zwischen den Regierungsparteien. Und die Tatsache, dass die Verhandlungen schon ein bisschen länger dauern, ja eigentlich gestern Nacht hätten zu Ende gehen sollen, zeigen, glaube ich, schon sehr deutlich, wie komplex dieses Thema ist. Und es spielt die Industrie natürlich in diesem Kontext auch eine wichtige Rolle. Und ich gehe mal ein bisschen rein in diese Konjunkturprogramme und überhaupt in die Handlungsmuster, die wir haben in Richtung Klimaschutz und Industrie. Ich glaube, uns allen ist klar, dass wir, bevor wir auf diese Konjunkturprogramme geschaut haben und auch schauen können, erstmal in zwei andere Phasen sehr intensiv haben eintauchen müssen. Das ist nämlich die Gesundheitsvorsorge, das Kümmern um die erkrankten Menschen und natürlich das kurzfristige Sichern überhaupt der Überlebensfähigkeit
der Unternehmen. Das war natürlich die erste und zweite Phase, die wichtig ist. Und jetzt sind wir eingestiegen in die dritte Phase des Umgangs mit der Krise. Und das bedeutet eben, ein Konjunkturprogramm aufzulegen und damit aber auch Impulse zu setzen für eine langfristige Transformation des Systems. Das ist nicht nur eine Diskussion, die wir in Deutschland führen, sondern in vielen Ländern haben wir solche Diskussionen geführt. Und die EU-Kommission ist in der letzten Woche schon vorangegangen und hat ein sehr, sehr großes Konjunkturprogramm mit 750 Milliarden Euro vorgelegt, da starke Bezüge auch zum European Green Deal gemacht. Also das, was derzeit in Berlin verhandelt wird, findet sich in guter Gesellschaft. Wir wissen auch, dass viele Stimmen da sind, die sagen, dass solche Konjunkturmittel sehr stark ausgerichtet sein müssen auf Transformationsprozesse, die ohnehin anstehen. Auch im Industriekontext, auch im Energiekontext, also auf Energiewende, auf Klimaschutz einzahlen müssen. Und das ist eigentlich die Mehrheit der Stimmen, die wir heute hören. Und man sollte natürlich nicht verschweigen. Und vielleicht ist es auch deswegen so, dass die Diskussionen länger dauern, dass es doch den einen oder anderen, die ein oder andere gibt, die dort etwas zurückhaltender ist, diese Konjunkturprogramme jetzt sehr stark auch für Klimaschutz zu nutzen. Was ist mir wichtig zu betonen, ohne jetzt in Details gehen zu können, ist wichtig zu betonen, dass nicht alle Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen, vielleicht uneingeschränkt gut sind. Sie alle kennen die große, auch kontroverse Diskussion rund um die Abwrackprämie für Autos. Was soll neben den Elektroautos noch gefördert werden? Macht es Sinn, Benzin- und Dieselfahrzeuge zu fördern, wenn im nächsten Jahr die EU schon neue Standards vorgibt und die Autos, die jetzt gefördert werden, 2020 vielleicht diese Standards gar nicht erfüllen? Sicherlich eine große Frage, die auch zusammenhängt mit dem Aspekt, dass wir natürlich jetzt ein Konjunkturprogramm auflegen sollten, was Fahrtabhängigkeiten, was Lock-in-Situationen vermeidet. Oder eine andere Diskussion, die geführt wird, wie wollen wir es halten mit der Stromkostensenkung, sicherlich sehr positiv für die Wirtschaft, sozialpolitisch sehr sinnvoll, aber die Frage sei durchaus erlaubt, ob damit nicht auch kontraproduktive Effekte erzielt werden, wenn es zum Beispiel um Anreize geht in Richtung Stromeinsparung. Also insofern ist gut, dass hart gerungen wird um das, was gerade in Richtung Konjunkturprogramme aufgestellt werden soll. Wenn man jetzt mal fragt, welche Maßnahmen muss man denn eigentlich ergreifen und was sind eigentlich Kriterien, nach denen man solche Maßnahmen aussuchen sollte, dann stellt man eben schnell fest, es gibt nicht das eine Kriterium, sondern es gibt viele Kriterien, Kriterien, die wir im Blick haben müssen. Und so ein Stückchen weit, wenn Sie mir den Ausdruck erlauben, so eine eierlegende Wollmilchsau suchen, die dieses Konjunkturprogramm jetzt umfasst. Aber gehen wir vielleicht ganz kurz rein in die Maßnahmen, die anstehen und die Kriterien, die man vielleicht berücksichtigen sollte. Das ist auf der einen Seite natürlich, die Maßnahmen müssen schnell umsetzbar sein. Das heißt, wir brauchen einen gewissen Pragmatismus in der Umsetzung gegenüber vielleicht theoretisch idealen, optimalen Lösungen, für die wir aber viel, viel länger Zeit in der Umsetzung bräuchten, die wir nicht haben. Die Maßnahmen müssen schnell wirken. Das heißt, konjunkturelle Effekte in 2020 schon, in 2021 und nicht erst in 5 oder 10 Jahren. Sie müssen effektiv sein, das heißt, möglichst geringe Transaktionskosten haben. Konjunkturmaßnahmen sind immer Maßnahmen, die zeitlich begrenzt sind, also keine Dauersubventionen darstellen. Trotzdem aber wichtig ist, dass man sich natürlich heute Gedanken macht, was ist denn nach diesem Anfangsimpuls? Welche Politikmaßnahmen kann ich ergreifen, um diesen Impuls aufzunehmen und ihn in die richtige Richtung zu lenken, sodass sinnvolle Folgemaßnahmen auch getroffen werden können? Die Wirkung soll nachhaltig sein. Wir müssen also, sollten mit dem Konjunkturprogramm strukturelle Veränderungsprozesse einleiten, die Impulsgeberfunktionen haben, die vielleicht Investitionen auch vorziehen, also Dinge voranbringen, die ohnehin sinnvoll sind im Klimaschutz, in der Industrie, Systemtransformation. Ganz wichtig natürlich, sie sollten Hebelwirkung haben für private Investitionen, denn den Investitionsstau, den wir in der Vergangenheit hatten, der ist ja nicht plötzlich weg, sondern in vielen privaten Haushalten gibt es Geld, was gut investiert werden will. Insofern braucht es Hebelwirkung. Und sie sollten natürlich eingebunden sein, idealerweise in europäische Maßnahmen in die Ausrichtung auf die Grundzüge des European Green Deal. Was ich bemerkenswert finde, wenn man all die Papiere, die geschrieben worden sind in den letzten Wochen und Monaten zu potenziellen Konjunkturprogrammen mal zusammenfasst, dann sieht man, dass fast alle Industrien als starken Bestandteil solcher Konjunkturprogramme verstanden haben und sagen, wir haben jetzt die Chance, mit einem solchen Konjunkturprogramm strukturverändernde Maßnahmen, impulsgebende Maßnahmen im industriellen Sektor auch umzusetzen und nach vorne zu bringen. Was könnten das für Maßnahmen sein? Was ist für die Industrie
relevant. Auf der einen Seite Maßnahmen, die sowohl Richtung Klimaschutz einzahlen, als auch Maßnahmen, die sicherlich das Potenzial haben, die Industrie robuster, auch krisenfester aufzustellen. Und die ersten beiden Spielstriche gehen schon genau in die Richtung, nämlich zu gucken, wie kann man mit Konjunkturmaßnahmen die Sicherung und den Ausbau von nachhaltigen Wertschöpfungsketten unterstützen? Oder wie kann man durch das sukzessive, aber konsequente Schließen von Stoffkreisläufen sich auch unabhängiger machen von eben geopolitischen Risiken, von globalen Wertschöpfungsketten? Da sicherlich Maßnahmen, die die Wirtschaft robuster aufstellen, auf der anderen Seite aber auch durchaus einen Klimaschutzbeitrag leisten können. Und da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, wenn Sie wollen, die stehen sowieso an, im Bereich der Industriesystemtransformation. Jetzt haben wir vielleicht die Chance, das eine oder andere vorzuziehen oder zumindest die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass dann die eine oder andere Maßnahme in der Zukunft schneller umgesetzt werden kann. Und das gilt natürlich für Impulse für die Umsetzung von Prozessinnovationen, ob das jetzt im Bereich der Wasserstoffprozesse ist oder an anderen Stellen, also hier wirklich die sogenannten Breakthrough-Technologies, die Sprunginnovationen nach vorne zu bringen durch solche Maßnahmen im Konjunkturprogramm. Es gilt natürlich auch in Richtung Verstärkung der Geschwindigkeit beim Umstieg auf erneuerbare Energien, insbesondere im Bereich der Stromversorgung, aber mit Blick auf die Industrie natürlich immer vor dem Hintergrund, dass Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit gewahrt werden müssen, also die Industriestrompreise auch stimmen müssen. Großes Thema-Element natürlich auch in Berlin, die Wasserstoffwirtschaft. Wie kann man Impulse setzen für den Ausbau und den Aufbau der Wasserstoffwirtschaft, die für die Industrie ja sehr, sehr relevant ist? Flexibilitäten zu nutzen im Bereich der Industrie, auch was das Abdecken von Fluktuationen im Bereich erneuerbarer Energien anbelangt. Und dann aber ganz wichtig, vielleicht auch schon Impulse zu setzen für den nächsten Schritt, nämlich die Entwicklung grüner Produktmärkte. Was helfen uns die vielen schönen Demonstrationsanlagen, wenn daraus nicht nur Eigendynamik entsteht und grüne Produktmärkte entstehen, die dann die Nachfrage stärken nach zum Beispiel grünen Stahl oder grünen Grundstoffen. Und ganz wichtig zum Schluss, auch da nochmal eben Branchen- und Wertschöpfungskettenübergreifende Kooperation zu verstärken. Das sind die letzten 1 bis 2 Minuten, die ich vielleicht noch habe, ganz kurz nochmal auf ein paar Spezifika der energieintensiven Industrie eingehen und vielleicht nur für die Diskussion als Anregung schon mal ein paar Fragen stellen, die sich vor dem Hintergrund natürlich auftun. Wir wissen alle, wir stehen vor der Herausforderung Industriesystemtransformation. Wir wissen alle, dass wir auch im Bereich der großen Industriebranchen vor der Phase stehen, dass Reinvestitionen notwendig sind in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Wir wissen aber auch, dass die ein oder andere Schlüsseltechnologie vielleicht noch nicht so weit ist, dass sie von der Stange eingesetzt werden kann. Das ist egal, ob das im Stahlbereich ist oder im Chemiebereich der Fall ist. Insofern stellt sich natürlich die Frage, kann man wirklich die Entwicklung beschleunigen? Kann man das ein oder andere an Investitionen vorziehen? Eine weitere Frage, die sich stellt, wenn man nochmal den Blick wirft auf die Zeitkonstanten, mit denen wir es zu tun haben, die Frage zu stellen, gibt es vielleicht wirksame Brückentechnologien, in die wir jetzt reingehen können, die den Weg vorbereiten, aber die uns nicht in die Gefahr bringen, dass wir in Fahrtabhängigkeiten, in Login-Situationen reingeraten. Auch das, glaube ich, eine wichtige Frage, mit der wir uns heute auseinandersetzen müssen. Und dann natürlich vielleicht die letzte Frage, die ich mit Blick auf die Diskussion stellen will. Was heißt das alles für den längerfristigen Zeitraum? Denn eins ist klar, solche Konjunkturprogramme können im Grunde ja nur impulsgebende Wirkung haben. Und sie werden dann verpuffen, wenn wir nicht nachlegen. Wenn wir es nicht schaffen, einen Politikmix zu verabschieden und auch umzusetzen, der dann in der Lage ist, die Impulse auch aufzugreifen, der dann in der Lage ist, sozusagen weitere Investitionen in innovative Technologien, innovative Prozesse auch zu bewerkstelligen, Anreize dafür zu setzen, ob das die Contracts for Difference sind oder andere Dinge, ein Politikpaket, was in der Lage ist, grüne Produktmärkte nach vorne zu bringen. All das ist, glaube ich, notwendig, um ein solches Konjunkturprogramm zu flankieren. Ansonsten droht ein Stückchen weit die Gefahr, dass solche Impulse, die wir jetzt setzen, verpuffen. Und das ist vielleicht auch etwas, was wir in der Diskussion dann nochmal vertiefen können, was solche Politikmaßnahmen sein könnten. Ich glaube mal dabei, damit ich meine Zeit nicht zu sehr überziehe. Vielen Dank, Professor Fischedick, für den Aufschlag. Wir haben als nächsten Input Mechthild Wörsdörfer.
Sie ist Direktorin für Nachhaltigkeit, Technologie und die berühmten Outlooks bei der IEA. Die World Energy Outlooks sind sicherlich ein jährlicher Outlook über die Entwicklung der Energiemärkte, wo die ganze Szene immer drauf gespannt wartet, was die IEA denn neue Dinge wieder als maßgeblich sieht und ob sie die PV-Kurven diesmal ja dann wieder gerade bekommen hat. Mechthild Wörsthofer hat aber vorher auch, bevor sie bei der IEA war, lange im europäischen Kontext gearbeitet, in Brüssel. Und sie kann uns sicherlich hier heute auch einen guten Blick auf diese Konjunkturfragen von einer eher internationalen europäischen Perspektive geben. Frau Wörsthofer, bitte legen Sie los. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, sowohl an Agora Energiewende, die ich seit vielen, vielen Jahren kenne, weil ich da im Rat der Agora bin, und auch an das Kompetenzzentrum Klimaschutz in energieintensiven Industrien. Wie Sie gesagt haben, ich bin seit 2 Jahren in der IEA, der Internationalen Energieagentur, und da zuständig für Klimaschutztechnologien und die Outlooks. Insofern passt das ganz gut. Ich werde auch erstmal so einen Überblick bringen, wie die Auswirkungen des Covid sind und was dann die Chancen sind für ein nachhaltiges Wiederaufbauprogramm und mich da mehr international europäisch orientieren. Und falls dann Fragen sind, bin ich gerne bereit für Fragen und Antworten. Das Slide hat Professor Dr. Fischedick gerade schon gezeigt. Also es ist so, dass wir jetzt erstmal die Covid-19-Krise haben, was natürlich eine Gesundheitskrise ist, aber die Auswirkungen, dass über 4 Millionen Menschen im totalen oder partiellen Lockdown waren in über 180 Ländern, hat natürlich auch Folgen für die globale Energienachfrage und den CO2-Ausstoß. Wie Sie hier sehen, ist es so, dass wir erwarten, das haben wir jetzt den Global Energy Review vor 2 Wochen veröffentlicht, also wir erwarten, dass bis Ende des Jahres die Energienachfrage um ungefähr 6% zurückgeht. Das entspricht dem gesamten Nachfragewachstum der vergangenen 5 Jahre und das ist der stärkste Rückgang seit dem Zweiten Weltkrieg, seit 70 Jahren. Also wir können tatsächlich von einem Schock sprechen, Nachfrageschock, den es so noch nie gegeben hat, auch nicht als 2009 die Finanzkrise gab. Was hat das für Auswirkungen auf die CO2-Emissionen? Wie Sie hier sehen, wenn die Energienachfrage einbricht, so ist dann auch besonders die Nachfrage nach den fossilen Energieträgern zurückgegangen und wir rechnen von einem Rückgang der globalen CO2-Emissionen um rund 2,5 Gigatons auf 30 Gigatons in 2020. Das sind knapp 8% Rückgang der CO2-Emissionen in 2020. Hauptgrund ist der Rückgang der Kohle weltweit um 1,1 Gigatonnen, aber auch Öl und Gas. Nuklear und Erneuerbare waren relativ gleich geblieben, aber CO2-Emissionen, wie wir wissen, der Hauptgrund ist Kohle in Asien und da gab es einen Rückgang, auch wenn die Situation sich langsam wieder verändert. Und die Message hier ganz, ganz klar ist, es handelt sich hier um einen Rückgang der CO2-Emissionen, die durch den Nachfrageschock gegeben sind und keine strukturelle oder eine Bilanz, die wir in irgendeiner Weise aus Klimaschutzsicht positiv bewerten können. Also es bedarf einer ganz großen Aktion und da komme ich jetzt, um damit auch zu sehen, was getan werden muss für die CO2-Emissionen-Rückgang. Wir haben auch analysiert und hier sehen Sie verschiedene andere Institute, das IMF, die OECD. Es kommt natürlich darauf an, wie die Weltwirtschaft jetzt nach Corona aussehen wird, ob wir die bekannte V, U oder auch L-Erholung letztendlich haben werden. Aber langfristig, und das wird sich dann zeigen, wie langfristig, wird sich die Weltwirtschaft erholen. Und was wird dann die Folgen sein für die Erholung, für das Energiesystem und für die Emissionen?
Und welche Lehren, und ich glaube, da haben wir auch einiges gemacht, können wir aus der Finanzkrise 2008, 2009 ziehen? Es ist klar, dass ohne tiefgreifende strukturelle Veränderung der Wirtschaft wird dieser massive Rückgang von knapp 8% der Emissionen in 2020 nur temporär sein. Wir haben gesehen, dass 2010 die CO2-Emissionen 4-mal so hoch gegangen sind wie der Rückgang 2009. Und wie gesagt, wir haben jetzt einen größeren Rückgang. Also müssen wir alles tun, um zu vermeiden, dass es zu diesem sogenannten Rebound-Effekt kommt. Was wir aber auch sehen, und das war die Lehre aus 2009, 2010, dass nachhaltige Konjunkturprogramme einen gewichtigen Beitrag zur Wiederbelebung der Wirtschaft leisten können. Und 11% weltweit des Volumens der infolge der Finanzkrise aufgelegten Konjunkturprogramme waren ausgerichtet auf nachhaltige Technologien. Und dann diese haben dann zu 0,1 oder 0,5%, je nach Region, Wirtschaftswachstum über einen Zeitraum von 2% beigetragen. Und das hat auch maßgeblich dazu, also positive Lehre, Wachstum für die erneuerbaren Energien, Wind und PV beigetragen, als auch eine gewisse Verstärkung der Gas- und Elektrizitätsnetze. Also gewisse positive Lehren lassen sich ziehen aus 2009, 2010, aber definitiv nicht, was die CO2-Emissionen und den Anstieg in 2010 angeht. Wir brauchen Innovationen, Investitionen in klimafreundliche Technologien. Und auch dazu haben wir gestern unseren World Energy Investment Report veröffentlicht. Und wir sammeln da immer Daten Jahr bei Jahr, wie die Investitionen in den verschiedenen Technologien aussehen. Wir hatten Anfang des Jahres, Januar, mit einem Wachstum von 2% für 2020 erwartet vor der Covid-19-Krise. Und das wäre der größte Anstieg in den Investitionen im Energiebereich gewesen seit 2014. Natürlich mit der Covid-Krise ist es nicht dazu gekommen. Wir haben gemessen am Stand Mai, rechnen wir mit einem Rückgang der Investitionen um 20%. Das ist der stärkste Rückgang überhaupt und das entspricht einem Rückgang von Investitionen von 400 Milliarden Dollar. Das erstreckt sich über alle Bereiche, alle Regionen weltweit, ganz einfach aus dem Grund oder zwei Gründe, dass Unternehmen natürlich jetzt weniger Geld haben und eine gewisse Unsicherheit da ist oder eine große Unsicherheit, wie es weitergehen wird. Und natürlich auch eine direkte Folge des Lockdowns, des Nachfragerückgangs in allen Bereichen. Also wir erwarten einen Investitionsrückgang von 20% und selbst mit einem Zuwachs von 2%, was wir Anfang des Jahres erwartet hatten, wäre es nicht genug gewesen, Klimaschutz und das Paris Agreement zu erreichen. Also wir brauchen auf alle Fälle ein Wachstum und ein Konjunkturprogramm, das auf nachhaltige Technologien und Investitionen setzt. Hier nur ganz kurz, ich glaube, das ist bekannt, unsere Szenarien aus dem World Energy Outlook, der auch wieder im November 2020 erscheinen wird, obwohl es dieses Jahr nicht ganz einfach ist mit meinem Team, was so die Unsicherheit und Bruttosozialprodukt und makroökonomische Aussagen sind, aber nur hier ein Bild, was wir untersucht haben, was brauchen wir von dem jetzigen Szenario, Trends oder auch dem Stated Policy Szenario, wo schon viele 2050 Ziele, auch das europäische EU-Ziel angenommen wird und einem Ziel, was dem Paris Agreement entspricht, dem Sustainable Development Szenario. Sie sehen ganz klar, wir brauchen Erneuerbare, wir brauchen Energieeffizienz. Aber wenn es zu Technologien und Industrie angeht, brauchen wir Fuel Switch, Electric Vehicles, CCUS, Carbon Capture and Storage and Usage, sowohl im Power-Bereich, aber auch im Industriebereich, besonders Europa.
Wir müssen natürlich unsere Verhalten und das ist ein anderer Aspekt, den wir gerade untersuchen. Und wir brauchen Hydrogen, Wasserstoff. Auch dazu haben wir einiges schon untersucht. Wie sieht es jetzt ganz konkret für den Industriesektor aus? Der Industriesektor, das wissen wir, steht im Zentrum der Energietransformation. Es ist der zweitgrößte Emittent, wenn es dazu kommt, was die Emissionen angeht. Es ist ein Viertel der globalen Wirtschaftsleistung, aber es ist auch fast ein Viertel der Emissionen des Energiesektors nach dem Strombereich. Natürlich ist der Industriesektor durch den Stillstand der Weltwirtschaft durch den Covid-19 besonders stark betroffen. Die Nachfrage nach Industriegütern, wie im Bereich Zement, eines der drei energieintensiven Sektoren, die wir auch im Detail analysieren, also Zement, Stahl, Chemikalien, Chemiesektor. Wir bereiten gerade Roadmap 2050 vor, die wir in einigen Wochen veröffentlichen werden. Also wir sehen schon, dass die Nachfrage nach Industriegütern wie Zement in der Krise rückläufig sind. Der Stopp im Baugewerbe in vielen europäischen, weltweit, vielleicht in Deutschland ein bisschen weniger, hat den Industriesektor natürlich hart getroffen. Und wir erwarten einen Rückgang von ca. 9% im ersten Quartal im Produktionssektor weltweit. Nicht alle Regionen sind gleich betroffen und es gibt ja mittlerweile auch schon Anzeichen einer Wiederbelebung. Die Restriktionen werden nach und nach aufgehoben. Und für uns gibt es hier und im Bereich nachhaltige Konjunkturprogramme zur Förderung der Energie, der Industrie drei Schwerpunkte, würde ich sagen. Einerseits Energieeffizienz und Elektrifizierung, da wo möglich, würde ich da mal anfügen. Das könnte verschiedene Mechanismen sein, wie Steuerabschreibung, beschleunigte Abschreibungsmechanismen oder erleichterte Kreditvergaben. Materialeffizienz, ich weiß, es ist schon viel passiert, aber es ist immer ein guter Anreiz hier für Recycling zur Unterstützung von Sekundarproduktionsrouten, die es auszuwerten gibt. Und natürlich auch hier gezielte Förderung innovativer Technologien, Wasserstoff und CCS ist hier besonders. Wir werden in zwei Wochen am 18. Juni ein World Energy Outlook, wie wir es nennen, Special Report veröffentlichen, wo wir durch die Covid-19-Krise unseren Fokus ein bisschen verändert haben, wo wir nach Maßnahmen kurzfristig analysiert haben, die den drei Ziele entsprechen. Arbeitsplätze schaffen, der Wirtschaft helfen und CO2-Emissionen reduzieren. Das im Bereich Industrie, Verkehr und Power. Und da, glaube ich, gibt es dann nochmal ein paar Sachen, die wir im Detail analysieren, was hilfreich ist in der Debatte, die jetzt in Deutschland, Europa und global stattfindet. Nur ein Beispiel hier, ich will da gar nicht angesichts der Zeit weiter rein in die Details gehen. Es ist klar, dass im Lockdown Straßenverkehr in Teilen zwischen 50% und 75% eingebrochen ist. Luftverkehr ist vielfach um 60% zurückgegangen, teilweise in Europa um 90%. Und hier gibt es natürlich auch Möglichkeiten, da zu helfen. Automobilindustrie, gerade in Deutschland, natürlich extrem aktuell. Was da passiert, ich kann nur sagen, viele europäische Länder schauen da auch auf Deutschland. Deutschland hat die EU-Präsidentschaft ab 1. Juli. Also da eine besondere Rolle, wenn es zum Recovery gibt, geht aber auch, wenn es darum geht, Maßnahmen in den verschiedenen Industrien zu machen. Wir setzen sehr auf Elektroautos und die Rolle, aber auch auf öffentliche Nahverkehr, Fahrradwege, Fußgänger. Es gibt da eine Bandbreite an Möglichkeiten, wie man auch im Verkehrbereich weiter dekarbonisieren kann. Mein letztes Slide geht darum, die neue Strategie setzt sich, wie schon erwähnt, für uns aus drei
Schwerpunkte zusammen. Wie können wir Arbeitsplätze schaffen, das Wirtschaftswachstum animieren sowie nachhaltige, resiliente Energiesysteme schaffen? Das ist im Zentrum unserer Arbeiten. Ich kann schon sagen, die Empfehlungen, die wir in 2 Wochen etwas detaillierter vorstellen werden, gehen darauf aus, aus den Folgen der letzten Krise 2010 zu lernen. Das heißt, ganz bestimmt bestehende, startbereite, nachhaltige Projekte jetzt schneller vorantreiben. Auch neue nachhaltige Projekte müssen angestoßen werden. Stark betroffene Industriezweige brauchen durchgezielte Pakete, müssen unterstützt werden, aber auch nachhaltig. Und natürlich sind die privaten Investitionen auch in der Erholung wichtig. Hier müssen Anreize geschafft werden. Wenn man sich anguckt, Wasserstoff, es gibt gute Projekte, die meisten sind nicht grüne Projekte, wenn man weltweit guckt, also um grünen Wasserstoff zu fördern. Die Technologie ist da, die Kosten sind enorm, also da ein Scaling-up in dem Bereich, was auch die Industrie angeht, in Zusammenarbeit mit Industrie so ein Partnership zu machen, wäre ein Ziel. Ich weiß, Deutschland arbeitet daran und die Regierungen haben natürlich da eine absolut große Rolle. Damit beschließe ich meinen Vortrag und bin auch gerne bereit, noch Fragen anzunehmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Mechthild Wörsthofer. Wir haben jetzt eine Fragesession. Gibt es, wie du im Chat, Fragen, die gestellt wurden, spezifisch aus Verständnissicht an die beiden Vortragenden? Wenn ja, dann ist jetzt der Raum dafür. Ja, es gibt zunächst eine Frage an Herrn Professor Fischedick. Und zwar fragt Thorsten Wagner, wie kann man sicherstellen, dass die Fördergelder zielgerichtet für Technologieinnovation eingesetzt werden und nicht in den Unternehmen für andere Aufgaben umgeleitet werden? Ja, ich glaube, die Chance, die man hat mit Konjunkturmaßnahmen, dass man sie sehr zielorientiert auf einzelne Maßnahmen, auf einzelne Investitionen mit kleinen Rahmenbedingungen, mit kleinen Standardsetzungen ja fokussieren kann, das hat man vielleicht bei weiter angelegten Programmen so nicht. Insofern kann man da schon sehr gezielt punktuelle Impulse setzen und hat vielleicht auch weniger die Gefahr, dass man auf das falsche Pferd ein Stück weit setzt. Vielen Dank. Dann gab es noch die Frage von Stefan Bowe, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, von Green Gas Advisors. Er fragt, eine Treibhausgasneutralität bis 2050 ist die Zielvorstellung. Für eine Welt mit 1,5 Grad Erwärmung bleiben allerdings nur noch 7,5 Jahre. Er verweist da auf das MCC-Institut. Und er fragt, ist eine Zielvorstellung für die Dekarbonisierung der Industrie bis 2050 mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar und diesem kurzen Zeitraum. Wir hatten in den letzten Wochen auch die Diskussion zu CO2-Budgets. Ja, wir haben insgesamt in der Wissenschaft eine sehr spannende und sehr breite Diskussion rund um solche CO2-Budgets, die verbunden sind mit 1,5, mit 2-Grad-Celsius-Zielen, mit der Bandbreiten, die angegeben werden. Oder sicherlich die 7,5 Jahre sind die untere Bandbreite. Da, wenn wir so einen Mittelwert nehmen, haben wir ein bisschen mehr Zeit, aber es führt schon in die richtige Richtung zu sagen, dass wenn wir das wirklich wollen, dann ist vielleicht weniger eine Fokussierung auf ein einzelnes Jahr wichtig, sondern wichtig ist darauf zu fokussieren, dass wir sehr schnell runter müssen mit den Emissionen in allen Sektoren, weil am Ende des Tages zählen die kumulierten Emissionen und nicht die Emissionen in einem Basis. Ja, und wenn wir das nicht schaffen, jetzt sehr schnell sozusagen den Turnaround hinzubekommen, dann haben wir natürlich keine Chance mehr in Richtung 1,5 Grad Celsius Ziel oder auch 2 Grad Celsius Ziel zu gehen. Wenn wir schaffen, in vielen Sektoren jetzt schnell Beiträge zu leisten, dann lastet uns das natürlich nach hinten raus, bis wir die letzte, vielleicht dann sehr schwierige Tonne CO2 dann auch realisieren können. Und da gehört sicherlich der Industriebereich zu den Sektoren, wo es dann etwas schwieriger ist als in anderen Bereichen, die letzte Tonne auch noch zu reduzieren. Dann noch eine Frage an Frau Wörsthofer, beziehungsweise eine Reihe von Fragen von Günther Harp. Er fragt, wie hoch ist der notwendige Wasserstoffbedarf für Deutschland und können wir den aus eigenen Ressourcen decken? Ich nehme an, hier sind erneuerbare Energien gemeint. Wenn wir importieren müssen, in welcher Form, fragt er, gasförmig über Pipeline, als flüssiger Wasserstoff per Schiff
oder als flüssiger, chemischer, gebundener Wasserstoff, zum Beispiel als Ammoniak oder Methanol. Und zusätzlich noch die Frage, woher, aus welchen Weltregionen? Erstmal vielen Dank. Ich gehe auch noch mal kurz auf die Vorfrage ein, weil ich da völlig einer Meinung bin, mit Professor Dr. Fischedeck. Es ist jetzt, wir haben gesehen, 2014, 2019, seit dem Paris Agreement, gingen die CO2-Emissionen hoch. Also wir müssen jetzt absolut schnell handeln. Wie wir beide gesagt haben, der Rückgang ist jetzt rein Covid-19-bedingt. Also strukturelle, schnelle Maßnahmen schaffen in allen Bereichen, inklusive Industrie, um die CO2-Emissionen nachhaltig weiter der Rückgang zu fördern, ist die absolute Priorität. Also ich glaube, und da ist eine Chance jetzt mit den 750 Milliarden aus der EU, die natürlich stark an den European Green Deal, es gibt die Vorgabe, 25% durch alle Programme der EU sollen dem Klimaschutz mindestens 25%, 35% im Horizon 2020 Programm. Also da sind viele Chancen auch für neue Technologien und Innovationen. Und ich glaube, trotz der Notwendigkeit, schnelle und kurzfristige Maßnahmen, gibt es auch eine Chance für Innovation, Technologien, dieses Scale-up zu erreichen. Also ich glaube, da sollte der Fokus sein. Und dann, wie gesagt, man kann das ausrechnen. Wir machen neue Szenarien auch zum Thema Innovation. Klimaneutral bei 2050. Es ist möglich, aber es ist extrem schwierig und ambitioniert. Und deswegen ist für mich das Wichtigste das Handeln jetzt und die richtige Weichenstellung in den Programmen. Zum Thema Wasserstoff, also ich habe die Zahlen jetzt nicht für Deutschland parat. Da müsste man vielleicht einige Kollegen hier fragen. Zurzeit ist der Wasserstoff aus erneuerbaren Energien 5%. Der Wasserstoff, der zurzeit produziert wird, ist hauptsächlich aus Kohle und Gas. Also von daher ist, und es ist noch sehr teuer. Das heißt, Investitionen und gerade Deutschland mit mehr erneuerbaren Energien, Wind, Onshore, Offshore, Solar ist eine Möglichkeit hier. Aber ich glaube, die Experten, die das Wasserstoffkonzept gerade jetzt für Deutschland erarbeiten, sind da besser platziert, die genauen Zahlen zu geben. Eine gute Zusammenarbeit zwischen Energieintensiven. Wir haben gute Beispiele in Europa, gar nicht so weit weg. Der Hafen von Rotterdam, wo sich verschiedene energieintensive Sektoren zusammengetan haben. Auch die Infrastruktur teilen, das war auch ein Teil, ist unheimlich wichtig. Und da die Investitionen, den Rahmen zu schaffen, ich glaube, das ist Aufgabe der Regierung jetzt auch. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Mit dem Blick auf die Zeit schlage ich vor, dass wir weitermachen im Programm und ich gebe zurück an Frank-Peter. Ja, vielen Dank, Guido, für das kurze Intermezzo. Wir werden sicherlich nachher in der Podiumsdiskussion auch nochmal Möglichkeiten haben, etwas weiter auszuholen und wir werden da sicherlich auch die Wasserstoffdinge nochmal adressieren. Kommen wir nun zu den Kurzstatements. Wir haben uns gedacht, die Impulse sind das eine. Wir würden aber gerne von einem breiteren Spektrum an Stakeholdern auch noch Meinungen dazu abholen. Dementsprechend haben wir eingeladen aus Verwaltung, aus Unternehmen, aus gewerkschaftsnahen Organisationen. Wir hatten auch ursprünglich aus Politik jemanden angefragt. Wir hätten gerne jemanden von der Union gehabt, der sich zu dem Thema äußert. Wir haben leider in dem Bereich gerade nur Absagen kassiert, weil da aktuell im politischen Betrieb natürlich auch einiges an Fragen zu klären ist und da auch viel Präsenz gefordert ist. Das bitten wir zu entschuldigen. Nichtsdestotrotz haben wir eine hochkarätige Runde parat. Wir haben Herrn Weithausen vom Bundesumweltministerium. Wir haben Herrn Hille von der Salzgitter AG, einer der großen Stahlerzeuger in Deutschland. Und wir haben Kaiser Borknes von der Stiftung Arbeit und Umwelt, der IGBCE, die natürlich die Gewerkschaftsperspektive sehr, sehr gut kennt. Und ich würde Sie bitten, Ihre Kurzstatements, beginnen mit Herrn Weithausen, dann entsprechend auch kurz zu geben. Ja, vielen Dank, Herr Peter. Einen schönen Nachmittag an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer an den Endgeräten. Ich freue mich, dass es geklappt hat, dass wir jetzt hier im Rahmen des Berliner Energiesommers auch
das Thema klimaneutrale Industrie, ein zielgerichtetes Konjunkturpaket als Chance für die Industrietransformation durchführen können. Der 3. Juni ist ja ein besonderer Tag und eine solche Veranstaltung hier als Webinar mit diesem Thema an diesem 3. Juni, wo die Koalitionäre hier sozusagen nicht weit von mir entfernt sitzen und tagen darüber, wie auch die Wirtschaft und ja im Grunde auch die ganze Gesellschaft wieder ins Laufen bekommen nach der Corona-Pandemie. Was Besseres kann uns eigentlich nicht passieren, als darüber zu diskutieren. Und diese Diskussion kann ich auch gleich vorwegschicken, da sie sich ja medial momentan stärker auf Entlastungen wie Familien, Autokaufprämie und andere Dinge konzentriert. Diese Diskussion wird weiter fortzusetzen sein. Nicht alles und nicht alle Fragen werden wir jetzt im ersten Konjunkturpaket auch schon beantwortet bekommen. Ich denke auch, dass wir hier langfristig und beim Thema Dekarbonisierung reden wir über Langfristiges, dass wir da sicherlich auch in der Zukunft noch über die Ausgestaltung sprechen müssen. Und vielen Dank auch an die Vortragenden, Herrn Fischedick, Frau Wörsdorfer. Ich kann so gut wie alles, was Sie sowohl an den Analysen als auch an den Vorschlägen, die Sie unterbreiten für Maßnahmen, die jetzt anstehen im Industriebereich, unterschreiben. Es geht jetzt, also für die Bundesregierung jedenfalls, nachdem wir ja einen Schutzsturm für Wirtschaftsunternehmen aufgelegt haben, als Sofortmaßnahme, wo es um die Liquidität der Unternehmen ging, vor allen Dingen darum, dass wir jetzt zügig zu mittel- und langfristig wirkenden Konjunkturprogrammen kommen. Und für BMU ist es besonders wichtig, dass wir hier konjunkturfördernde Maßnahmen bekommen und die Chancen einer wirtschaftlichen Recovery verbinden mit der klimaneutralen Transformation. Und dazu hat ja auch in der vergangenen Woche unsere Ministerin Schulze ein Gutachten von 4 Instituten vorgestellt zur ökologisch ausgerichteten Konjunkturpolitik in und nach der Corona-Krise. Das Fazit, das deckt sich im Grunde mit dem, was wir schon gehört haben. Nötig sind staatliche Unterstützung und Investitionen in nachhaltige, klimafreundliche Technologien, aber keine Kompromisse beim Klimaschutz. Und das ist im Grunde so der Leitgedanke, der uns auch getragen hat für unsere Vorschläge, die wir für das Konjunkturförderprogramm vorgelegt haben. Dabei ist natürlich das Thema Dekarbonisierung der Industrie ganz zentral und ein ganz wichtiges Element. Denn wie gesagt, kein Unternehmen ist gut beraten, heute noch fundamental in Investitionen in fossile und damit nicht zukunftsfähige Gesellschaftsmodelle zu stecken. Das heißt, neue bzw. modernisierte Anlagen müssen jetzt schon zukunftssicher sein und mit dem Ziel Treibhausgasneutralität 2050. Und insofern auch die eine Zuschauerfrage beantwortet. Ich glaube, dass wir auf jeden Fall bis 2050 brauchen werden, um tatsächlich dieses Ziel zu erreichen. Einfach wenn man sich anschaut, wie lang sozusagen die Lebensdauern doch und auch die Amortisationen der verschiedenen Industrieanlagen sind. Aber wir müssen jetzt anfangen, wir müssen jetzt einsteigen in dieses Thema, denn sonst läuft uns die Zeit davon und wir schaffen es nicht bis 2050. Und insofern gebe ich dann auch an Agora Energiewende völlig recht, die ist kürzlich in dem veröffentlichten Papier, der doppelte Booster sozusagen vorgeschlagen haben, dass wir momentan jedenfalls ein kritisches Moment erleben, für die Zukunft der Industrie und für Deutschland in Sachen Klimaschutz. Wir müssen jetzt reinvestieren in Anlagen, beispielsweise in Hochöfen zur Stahlerzeugung. Sie stehen jetzt an zur Reinvestition. Und ich schaue auf meinen nachfolgenden Redner Herrn Hille. Salzgitter AG ist ja da auch bereits an Bord und ist ja da auch mit Salkos sozusagen schon ziemlich weit, was dieses Vorhaben angeht. Das müssen wir jetzt ans Laufen kriegen und so gibt es auch in anderen Unternehmen der Stahlbranche, aber auch in anderen Unternehmen in anderen Branchen gute Ideen und wir sind auch im Gespräch bereits mit verschiedenen Unternehmen darüber, konkrete Förderprojekte auf den Weg zu bringen. Das wird von der Umsetzung her nicht heute, auf jeden Fall morgen sein, aber nicht sofort und da bitte ich auch noch um etwas Geduld sozusagen, was die Wirkung angeht. Ne, denn wir haben als Bundesumweltministerium sozusagen, haben wir ja schon sehr viel länger das Thema Dekarbonisierung der Industrie auf dem Schirm und haben ja auch bereits 1 Milliarde Euro für ein entsprechendes Dekarbonisierungsprogramm
bekommen. Ich sehe Herrn Peter im Bild und ich will mich auch gar nicht sozusagen länger sozusagen auslassen zu den verschiedenen Themen. Wir können gerne in der Diskussion nachher noch zu einzelnen Punkten kommen. Was wir auf jeden Fall neben dem Förderprogramm Dekarbonisierung machen müssen, ist auch die Rahmenbedingungen verbessern, auch was die Frage der Betriebskosten angeht. Das ist eine große Herausforderung und wir sind auch dabei, weil vorhin das auf den Präsentationen schon aufschien, uns Überlegungen anzustellen, wie können wir ein Pilotprogramm für Carbon Contracts for Difference, also praktisch Klimaverträge, auf den Weg bringen, aber auch über die Verfügbarkeit grünen Wasserstoffs verbessern, indem wir entsprechendes Ausschreibungsprogramm auf den Weg bringen. Das sind so Dinge, die bei uns jetzt ganz akut auf dem Schirm stehen und ich freue mich sozusagen auf die Diskussion mit Ihnen nachher. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Waldhausen. Herr Hille, die Stahlindustrie hängt natürlich wie kaum eine andere Branche an der Automobilindustrie. Und wir sehen Produktionsstillstände in der Automobilindustrie durch Europa hinweg. Und ja, für die Stahlindustrie gab es natürlich auch vor Corona schon Herausforderungen. Wie ist Ihre Einschätzung zur aktuellen Situation? Ja, vielen Dank, Herr Peter, für die Einführung. Und vielen Dank, dass ich hier sein darf als Vertreter der energieintensiven Industrie, um die es ja heute in dem Webinar geht. Mit der Stahlindustrie haben Sie sich ja den Archetypus dieser Industrie ausgesucht. Energieintensiv, muss ich vorausschicken, heißt nicht, dass wir verschwenderisch mit Energie umgehen, sondern wir bewegen uns bei unseren Prozessen nahe an dem Minimum, was wir technisch naturwissenschaftlich erreichen können bei der Stahlherstellung. Allerdings ist unser Energieträger die Kohle und so sind wir als Stahlindustrie so für um die 7%, je nach Betrachtungsweise auch 9% der menschengemachten Emissionen verantwortlich und das entspricht so etwa 30% der industriellen Emissionen. Die gute Nachricht ist, wir können das ändern. Wir können das technisch bereits recht kurzfristig ändern, indem wir unsere Prozesse elektrifizieren, das heißt von der Hochofenroute uns wegbewegen zu einer neuen Route, Direktreduktion, Elektrolichtbogenofenroute, wo wir einerseits elektrische Energie in indirekter Form einsetzen, nämlich als grünen Wasserstoff und in direkter Form zum Aufschmelzen des erzeugten Eisenproduktes im Lichtbogenofen. Dann können wir wegkommen von der Kohle und dann emittieren wir am Ende Wasser, wenn die grüne elektrische Energie dafür zur Verfügung steht. Das ist technisch kurzfristig möglich. Was nicht möglich ist, ist das wirtschaftlich zu betreiben. Denn Kohle als Benchmarkprozess weltweit ist sehr viel günstiger als elektrische Energie und erst recht sehr viel günstiger als Wasserstoff. Selbst wenn man mal außer Acht lässt, dass da auf die Energiepreise auch noch EEG-Umlagen oder sonstige Dinge gezahlt werden müssen. Das heißt, unsere Hauptherausforderung in der Stahlindustrie, um wegzukommen vom Kohleeinsatz, ist weniger technischer Natur. Die Prozesse stehen tatsächlich zur Verfügung, aber vielmehr wirtschaftlich. Und deshalb müssen wir ganz stark über die Schaffung dieser Rahmenbedingungen, die heute schon mehrfach angesprochen worden sind, reden. Das heißt, wenn ein Markt für grüne Stahlprodukte, die teurer erzeugt worden sind als konventioneller Stahl, geschaffen werden kann, dann können wir auch anfangen, diesen Stahl zu produzieren. Stand heute können wir die Anlagen, die dafür notwendig sind, nicht errichten, weil das Produkt am Markt nicht absetzbar ist. Es gibt zwar viele Menschen, die interessieren sich für grünen Stahl, aber bisher ist keiner bereit, die Mehrkosten zu tragen. In welcher Größenordnung sich solche Mehrkosten bewegen können, kann man an der Studie von Agora ablesen, die ja vermutlich jeder kennt. Und diese Mehrkosten kann die Stahlindustrie nicht alleine schultern. In diesem Zusammenhang vielleicht der Bezug auch zur Corona-Krise, um Ihnen mal einen Eindruck zu geben, was das bedeutet für ein Stahlerzeugungsunternehmen. Die Stahlnachfrage ist um mehr als 50% eingebrochen. Und in der Stahlindustrie, also auch unter meinen Kollegen, befinden sich 40% der Mitarbeiter in Kurzarbeit. Und wir sehen noch keine Besserung, wir sehen noch kein Licht am Ende des Tunnels. Und wir hoffen sehr, dass bald die Konjunktur wieder anzieht. Denn bevor wir über Investitionen in grüne Produktionsverfahren nachdenken können, müssen wir überleben
in der aktuellen Krise. Das ist unsere erste Aufgabe. Und das bedeutet zum Beispiel auch, dass wir tatsächlich darüber sprechen müssen, wie verhindert werden kann, dass Erzeuger, große Erzeuger weltweit, die nicht nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten arbeiten, die Krise ausnutzen, um Marktanteile in Europa mit Hilfe von Dumpingpreisen übernehmen zu können. Denn dann wird es für die europäischen Stahlunternehmen noch schwieriger werden, die notwendigen Investitionen mit zu begleiten. Und ich denke, das muss der allererste Schritt sein. Und der nächste Schritt sind die Rahmenbedingungen. Und dann kommen die Investitionen. Das kann auch gerne zeitgleich erfolgen, aber das muss Hand in Hand gehen. Und dann haben wir noch ein großes Thema bezüglich der Energiebedarfe. Denn wenn wir von der Elektrifizierung oder der Umstellung auf Wasserstoff bei energieintensiven Industrien sprechen, dann sprechen wir von erheblichen Strommengen, die gefordert sind. Würde sich die deutsche Stahlindustrie komplett auf eine wasserstoffbasierte Produktionsweise umstellen, dann benötigen wir etwa 120 Terawattstunden pro Jahr nur für die Stahlindustrie. In Deutschland erzeugen wir so ungefähr 600 Terawattstunden Strom heute. Und diese Strombedarfe sind da nicht mit drin, sind auch nicht mit in den Ausbauzielen der Bundesregierung enthalten. Und wir werben stark dafür, dass wir uns in Deutschland von diesem sehr konservativen Ansatz 600 Terawattstunden minus X verabschieden und mehr in die Richtung gehen, mehr an dem deutschen Endenergiebedarf, der heute da ist, orientieren. Das sind 2.500 Terawattstunden, wenn man das mal alles umrechnet pro Jahr. Ja, da gibt es Energieeffizienzmaßnahmen. Ja, das wird weniger werden. Vielleicht sind es auch nur 1.800, vielleicht sind es auch nur 1.500 Terawattstunden pro Jahr, die wir nachher brauchen. Aber viel mehr als das, was wir heute zur Verfügung stellen. Übrigens, auch die Stahlerzeugung wird energieeffizienter durch die Umstellung, denn tatsächlich, weil der Strom dann fremdbezogen werden muss und nicht mehr durch Verstromung eigenerzeugter Kuppelgase erfolgt, werden wir etwa 10% weniger Gigajoules brauchen für die Tonne Stahl. Aber es sind eben sehr viel kostspieligere Gigajoules. Ich möchte es auch noch mal in den Kontext global setzen. Wir in Deutschland erzeugen etwa 30 Millionen Tonnen pro Jahr Roheisen basierten Stahl. Und weltweit ist das deutlich viel mehr. Da sind das etwa 1,2 Milliarden Tonnen über diese Route. In China alleine sind es fast 900 Millionen Tonnen. Und das heißt, wenn es uns nicht gelingt, diesen großen Player mit an Bord zu holen bei der Dekarbonisierung der Industrie, dann ist das, was wir hier vorhaben, zwar beispielhaft, aber für das globale Klimageschehen vergeblich. Es sind in den letzten 17 Jahren jedes Jahr in China 14 Hochöfen etwa gebaut worden. Das sind so viele, wie in Deutschland existieren. Das heißt, wir sind hier zum Erfolg verdammt. Wenn wir es nicht schaffen, der Welt zu demonstrieren, dass das geht, und solange bis sie alle mitmachen, muss das in einem geschützten Raum passieren, in dem tatsächlich grüne Produktion möglich wird und das wirtschaftlich möglich wird, dann werden wir dieses Beispiel nicht geben können. Wir müssen das schaffen. Das heißt, es muss auch Einigkeit herrschen, dass energieintensive Industrie in Europa erhalten bleiben muss. Denn wenn wir die nicht haben, Corona, wir haben es ja gesehen, was passiert, wenn man Schlüsselindustrien und Schlüsselfertigungen nicht mehr in der Nähe hat, dann können Engpässe bei wichtigen Dingen auftreten. Das wollen wir alle nicht. Aber wir wollen vor allen Dingen dieses Beispiel sein, damit wir diese gewaltigen Player auf dem Weltstahlmarkt und die Hauptemittenten auf dem Weltstahlmarkt überzeugen können, dass dieser Weg der richtige ist. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Helle. Die energieintensiven Industrien behalten am Standort Europa ist natürlich auch ein Thema für die Gewerkschaften, Kaiser. Deswegen ist das sicherlich auch was, was aus Sicht einer Stiftung Arbeit und Umwelt ein zentraler Aspekt ist, energieintensive Industrien am Standort Europa behalten. Aber was macht jetzt die Corona-Krise mit diesen wohl tarierten oder ausbalancierten Efforts, die wir uns alle überlegt haben, wie wir die Industrietransformation weiter gestalten können. Kippt das jetzt alles um und ist die Not, Beschäftigung zu halten, so groß, dass das allem erstmal untergeordnet wird? Oder wie ist da eure Perspektive drauf?
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung, hier mit Ihnen zu sprechen darüber. Ich komme zu deiner Frage da zum Schluss. Ich würde gerne in eine andere Ende anfangen, und zwar da, wo auch der Frau Wörsdorfer angefangen hat, nämlich Ihnen ein bisschen einen kurzen Rückblick an der Finanzkrise, also in den letzten 10 Jahren, und die Frage, wo steht die Industrie, wenn wir jetzt, oder wo stand die Industrie, als wir jetzt in die Corona-Krise gegangen sind? So, weil Ziel ist ja auch, dass man sozusagen aus den Krisenerfahrungen etwas lernt und nicht immer wieder dasselbe Fehler machen. Und Frau Wörsdorfer hat das ja aus Emissionssicht betrachtet, und ich werde es auch kurz aus der industrielle Sicht einfach erläutern. Also vor rund 10 Jahren hatten wir dann eine Finanzkrise. In Europa war das dann eine Finanz- und Währungskrise. Und was wir dann sehen konnten, ist, dass das, was als eine relativ symmetrische Krise angefangen hat erstmal, also alle Finanzsysteme der westlichen Länder waren relativ ähnlich von der Krise betroffen, entwickelte im Laufe der Zeit sich immer asymmetrischer. Also je nachdem, wie die Krisenbekämpfung in den verschiedenen Ländern, in den verschiedenen Regionen aussah, wurde die Folgen davon immer asymmetrischer für die Industrie. Und in der Folge haben wir in Europa Länder, die in den letzten 10 Jahren eine dramatische Deindustrialisierung erlebt haben. Auswanderung von Fachkräften, der Verlust von Millionen von Industriearbeitsplätzen. Die haben kein Geld, um in neue Technologien zu investieren. Also vor allem ist es dann der südlichen Ländern, an den ich denke. In Frankreich haben wir zwar in vielen Bereichen ein gutes Jahrzehnt hinter uns, aber wir haben auch in der Zeit manche Sektoren und Schlüsselbranchen verloren. Zum Beispiel im Bereich der erneuerbaren Energien. Die ganze Wertschöpfungskette rund um Photovoltaik zum Beispiel, von Polysilizium-Produktion hin zu dem Bau von den Modulen oder auch in den Batterien. Also Schlüsselbranchen sind uns verloren gegangen in diesen letzten 10 Jahren. Und im Gegensatz dazu, Herr Hille hat es ja auch kurz erwähnt, hat ja eine der wichtigsten Wettbewerbsregionen Europas, nämlich China und Asien, die haben ja ein sehr gute Nachkrisenzeit gehabt. Also China war ja in den Jahren nach der Finanzkrise auf eine Art Aufkauftournee in Europa unterwegs, also durch Beteiligungen, durch Aufkäufe, durch strategische Partnerschaften hat man sich europäisches Know-how geholt und hat sich sozusagen sehr strategisch in neuen Branchen aufgestellt. Und ich würde sagen, dass dieser enorme industrielle Aufschwung Chinas in den letzten 10 Jahren muss auch vor dem Hintergrund der Krisenpolitik gesehen werden. Also die China hat die Krise sehr strategisch genutzt, um ihre Zukunftsindustrien aufzubauen, während Europa dann eher 28 disparate Antworten auf die Krise hatten, mit auch folglich sehr unterschiedlichen Auswirkungen. Und was bedeutet das jetzt für die jetzige Krise? Und was bedeutet sozusagen eine vielleicht geostrategische industrielle Sichtweise auf diese Frage grüne Erholung? Und da ist es auch so, da muss man wissen, das haben wir auch schon heute gehört, dass erstmal sind die Industrien jetzt, vor allem die energieintensiven Industrien, maximal verunsichert. Das Bild ist auch sehr disparat. Manche Branchen haben eher eine Hochphase, Pharma, Hygiene, Papierproduktion. In anderen Branchen kommt erst jetzt die Drosselung von Produktion, also das sind jetzt bislang durchgelaufen, aber jetzt drosseln die Produktion, und andere Branchen haben vor Monaten schon ihre Produktion gedrosselt. Also die meisten Industrien erleben zerstörte oder teilweise auf jeden Fall zerstörte Lieferketten, geringe Nachfrage, unklare kurz- und mittelfristige Perspektiven. Und in diese Lage kommt dann die Politik, und das ist dann die Kopplung zum Konjunkturprogramm, in diese Lage kommt die Politik und sagt, naja, wir unterstützen euch, aber ihr müsst ein zusätzliches Risiko eingehen, indem ihr in treibhausgasneutrale, häufig gar noch nicht marktreife Technologien, sehr teure Technologien häufig investieren. Und dann ist die Frage, in dieser unsicheren Lage, wie kriegt man die Unternehmen dahin, dass sie es wagen, in diesen Zukunftstechnologien zu investieren? Und in diesem Licht soll man auch die Diskussion um ein Konjunkturprogramm sehen, und nicht nur heute, was heute beschlossen wird, sondern auch für die nächsten Monate oder auch Jahre auf europäischer und deutscher Ebene. Ich glaube, 3 Aspekte sind dabei wichtig. Der erste ist, dass
Das geht, also wir müssen in Europa und Deutschland durch diese Krise Produktionskapazitäten erstmal erhalten. So, und in diesem Punkt ist mit eingeschlossen, Unternehmen durch günstige Kredite zu fördern, Kurzarbeitergeld, gegebenenfalls Bailouts oder vereinfachte Steuerregeln und das, was wir schon in den letzten Monaten und Wochen gesehen haben. Wichtig ist hier, dass es leider auch darum geht, den kurzfristigen Markt zu stabilisieren, auch wenn der primär noch fossil ist. Und hier ist natürlich die Automobilindustrie ein sehr, sehr wichtiges Beispiel mit ihren ganzen Zuliefern. Weil das ist ja eine zentrale Schlüsselindustrie, sowohl heute als auch in der Zukunftsökonomie. Und ja, wir können da nicht alle von heute auf morgen auf Elektroautos umstellen. Dafür gibt es die Infrastruktur nicht, dafür gibt es auch die Kaufkraft nicht. Und das bedeutet, diese Branche braucht Unterstützung, auch wenn das heißt, dass Geld in fossile Strukturen erstmal fließt. So, aber es geht darum, die kurzfristige industrielle Kapazitäten und Strukturen zu erhalten, das nicht wegbrechen. Der zweite Aspekt, und das ist dann auch weniger kontrovers, glaube ich, und das ist auch, worum sozusagen die meisten Diskussionen heute sich drehen, das ist die Unterstützung von Forschung, Investitionen, Infrastrukturen in Treibhausgasneutralität oder in treibhausgasneutrale Technologien. Und hier stimme ich auch mit den meisten Vorschlägen, die man so hört, überein, also Forschungsförderung, Förderung Reallabore, EE-Infrastrukturaufbau, Ausbau, Wasserstoffausbau, auch Carbon Contracts for Difference für geeignete Projekte, wenn die soweit sind, also reif sind, Ladeinfrastruktur und so weiter. Also diese Maßnahmen haben ja eine kurzfristige wirtschaftliche Wirkung und wirken sich eher auf mittelfristig auf der Emissionssenkung aus. So, aber die sind absolut notwendig. Dann gibt es einen dritten Aspekt, der letzte Aspekt in diesem sozusagen Paket, das auch diskutiert wird, aber meines Erachtens immer noch ein bisschen zu wenig. Und das ist die Frage langfristige Marktchancen für neue Technologien. Das hat auch Herr Hille kurz erwähnt. Also wenn wir wollen, dass die Unternehmen nicht nur in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Europa investieren, sondern auch hier Produktionskapazitäten aufbauen, neue Anlagen bauen und nicht nur projektbezogen, sondern wirklich für die lange Zukunft, dann reicht es nicht mit Projektförderung oder Förderung von F&E oder Förderung von bestimmten Technologien über begrenzte Zeiträume, sondern dann geht es um Marktschaffung. Und was die Unternehmen dann brauchen, ist dann glaubwürdige langfristige Marktperspektiven, damit eingeschlossen gesicherte Verfügbarkeit von EE, Strom und Wasserstoff. Also man braucht da auch eine konkrete Importstrategie. Eine Perspektive, glaubwürdige Perspektive für wettbewerbsfähige Strompreise, die vielleicht über Jahrzehnte sozusagen planbar sein muss. Und die Frage Carbon Leakage Schutz wird einfach als Thema zunehmen, die auch dann über Jahrzehnte sichergestellt werden muss. Und das nicht nur für Europa, sondern auch für ganz Europa. Und ich glaube, dass dieser dritte Aspekt, die langfristige Marktperspektiven, ist, also spielt im Moment eine untergeordnete Rolle in der Debatte, aber erst dann sind Unternehmen auch bereit, dieses Zusatzrisiko wirklich einzugehen, weil die sehen, okay, wir kriegen nicht nur Förderung für ein bestimmtes Projekt über einen bestimmten Zeitraum in der Krise oder kurz nach der Krise, sondern der Markt wird auch hier für diese Technologien geschaffen. Und ja, das wäre mein Plädoyer, dass wenn jetzt nicht in Deutschland, in dem jetzigen Paket, aber auf jeden Fall in der Ratspräsidentschaft im Herbst, dass man das mit auch Stärke, Industriestrategie, Wasserstoffstrategie und so weiter mit einnimmt. Und also ganz zum Schluss, ich glaube, ich bin auch ganz fest überzeugt, dass andere Regionen der Welt werden nicht diese Chance sozusagen vergehen lassen, sondern werden sich da auch weiterhin stark strukturell und industriell neu aufstellen. Und das wäre auch gut, wenn Deutschland und Europa auch so eine Art geostrategische industrielle Sichtweise auf die Krisenpolitik einnehmen würde. Danke. Vielen Dank, Kaiser Bocknes. Klares Plädoyer für eine Verlängerung der Recovery-Ansätze der Konjunkturprogramme dann in einen transformativen und einen Reformgedanken, um dann wirklich die
zu lenkenden Investitionen heute dann auch langfristig in der Marktentwicklung zu überführen. Ich muss Ihnen mitteilen, dass Frau Wörsdorfer leider einen Folgetermin hat. Die hat uns in der Diskussion leider schon verlassen. Das als kurzer Hinweis, wenn Sie noch Fragen spezifisch an Sie haben, werden wir versuchen, das sicherzustellen, dass die auch persönlich bei ihr ankommen. Frage mal in die Runde. Wenn wir transformative Technologien im Blick haben, Herr Fischedick, was sind denn die Technologien, wo Sie heute von der wissenschaftlichen Einschätzung her sagen, die sind aus Ihrer Sicht am weitesten, da könnte man mit kurzfristigen Impulsen was machen? Müssen wir da über Demonstratoren in Pilotanlagen in vielerlei Hinsicht noch nachdenken? Was sind da die Bereiche, wo wir da jetzt konkrete Impulse setzen können, um auch in der Kurz- und Mittelfristperspektive einen Innovationsschub zu bekommen, der uns dann auch mittel- und langfristig trägt? Ja, vielen Dank für die Fragen. Ich meine, im Grunde können wir aber dem anschließen, was Herr Hille gerade gesagt hat und das Beispiel mal der Stahlindustrie rausgreifen. Ich glaube, wir wissen heute, wie wasserstoffbasierte Stahlerzeugung funktioniert. Die Unternehmen haben im Prinzip auch einen Investitionsfahrplan in der Tasche, wie sie stufenweise investieren wollen in die Umstellung von der Kokskohle-basierten Stahlerzeugung in die wasserstoffbasierte Stahlerzeugung. Und das wäre jetzt eine der Fragen, was davon kann man auf der Zeitachse tatsächlich vorziehen und den einen oder anderen Impuls früher setzen. Damit verbunden muss aber natürlich sein, dass man nicht nur am Standort selber was machen muss, sondern der Wasserstoff muss ja auch hinkommen zum Standort. Das heißt, man muss auch investieren in den Aufbau von Wasserstoffinfrastrukturen. Und hier wissen wir, dass wir natürlich in einer Region das leichter machen können als in anderen. Das heißt, wir müssen nachdenken darüber, wie schnell kann man möglicherweise auch bestehende Erdgasinfrastrukturen umwidmen in Wasserstoffinfrastrukturen. Wie kann man punktgenau auch neue Erzeugungsschwerpunkte in Regionen, wo die Abnahme da ist, realisieren. Das sind alles ja, Projekte, die nicht vollkommen neu sind. So, da geht es darum, jetzt wirklich Akzente zu setzen oder das eine oder andere, was an Barrieren ja da war, in der Vergangenheit wirklich beiseite zu räumen. Ich erinnere daran, dass wir schon seit vielen Jahren daran darüber diskutieren, wie man Elektrolyseanlagen für die Wasserstoffbereitstellung in Deutschland mit Anreizen belegen kann, sodass sie tatsächlich auch gebaut werden, dass es sich lohnt, in solche Anlagen zu investieren. Jetzt wäre der richtige Zeitraum in einem solchen konjunkturellen Welle, da wirklich diese Hürden zu überspringen und in die Anlagen zu investieren und dafür entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. Das war jetzt nur ein Beispiel von mehreren, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir wirklich zu einer Beschleunigung kommen können von denen, die sowieso anstehen. Mhm. Herr Weithausen, in Ihre Richtung, gibt es denn in den aktuellen Konjunkturpaket-Diskussionen schon Impulse, die sagen, dass die heute zur Verfügung stehenden Innovationstöpfe auch nochmal potenziell mit mehr Geld ausgestattet werden? Denn was wir teilweise aus der Stahlindustrie hören, ist, dass die Mittel, die dort zur Verfügung stehen, vom Volumen her dann doch begrenzt sind und man nicht die Anzahl der Projekte umsetzen kann, die vom Volumen her notwendig wären, um größere Anteile dort wirklich schon zu transformieren. Gibt es eine Diskussion, dort diese Töpfe auch vom Volumen her nochmal deutlich auszustatten oder sagen Sie, da ist das mal genug Geld drin in dem System und wir haben sowieso damit zu tun, diese Mittel erstmal wirklich auf die Straße zu kriegen? Ja, das ist eine gute Frage, Herr Peter. Die Mittel sind erstmal immer begrenzt. Also gerade was den Bundeshaushalt angeht oder kann ich sagen, da wird es immer Begrenzungen geben. Das kann nicht unbegrenzt sein. Wenn Sie mich heute fragen, ob wir genügend Geld haben, sage ich Ihnen ja. Wir haben genügend Geld momentan. Es liegt einfach daran, wir sind ja mit verschiedenen Branchen, mit verschiedenen Unternehmen im Gespräch. Es gibt Projektskizzen, es gibt auch Projektanträge, die geprüft werden. Die Prozesse sind nicht ganz kurzfristig. Wir brauchen ja fast in jedem Falle eine EU-Einzelnotifizierung für die Projekte. Also ehe die Projekte starten können, dauert es noch. Aber absehbar werden wir, sage ich mal, ne, und deswegen war das auch unser Vorschlag, auch in Sachen Dekarbonisierung hier im Konjunkturprogramm mehr nachzulegen. Das werden wir brauchen, insbesondere auch was die Langfristigkeit der Investitionen. Ne. Also wir reden ja immer von Haushaltsjahren, wir reden von Verpflichtungsermächtigungen über 3-4 Jahre. Das wird aus meiner Sicht, wenn wir es ernst meinen, nicht ausreichen. Wir müssen da längerfristig dran gehen und dann natürlich auch mehr Geld haben. Wir müssen aber auch
bedenken, dass wir sozusagen die Rahmenbedingungen entsprechend auch ausstatten. Wir wollen Carbon Contracts for Difference, also Klimaverträge. Wir brauchen ein Ausschreibungsprogramm für grünen Wasserstoff. All das sind unsere Vorschläge, die wir jeweils gemacht haben, nicht nur im Konjunkturpaket, sondern auch zum Beispiel in der nationalen Wasserstoffstrategie, die ja leider noch nicht verabschiedet ist. Das sind unsere Dinge, die wir für die Zukunft sehen und wo wir auf jeden Fall sagen, ja, wir brauchen da auch mehr Geld. Gibt es denn da schon konkrete Refinanzierungsideen? Eine kurze Nachfrage noch, wie man das am Ende auch wieder refinanzieren kann aus dem allgemeinen Bundeshaushalt oder denken Sie da eher an Sondertöpfe? Was sind da die Vorstellungen oder die Optionen, die derzeit in der Diskussion sind? Ja, also in erster Linie kommt natürlich der Energie- und Klimafonds dafür in Betracht. Ne? Das ist ja das Geld, was auch aus der Industrie eingezahlt wird. Natürlich kommt da auch was vom Finanzminister noch drauf. Ne? Das wäre sozusagen hier mal ein Beispiel für Circular Economy in Sachen Finanzen. Ne? Also wer viel emittiert, muss also auch mehr zahlen. Und daraus wird dann auch wieder sozusagen Investitionsmittel gespeist. Das ist so die Vorstellung. Ne? Über Sondertöpfe ist immer sehr schwierig zu reden, auch mit dem Finanzminister. Sicherlich ist das bei der Corona-Pandemie jetzt einfacher, aber die Begehrlichkeiten sind ja auch von allen Seiten umso größer, wie man ja in der aktuellen Diskussion sehen kann. Da sind wir nicht die Einzigen, auch wenn wir gut am Start sind, denn wie gesagt, es gab ja schon seit Wochen Diskussionen um die entsprechenden Konjunkturprogramme und so gut wie keine Stimme, die ernsthaft gesagt hat, also Klimaschutz muss außen vor bleiben, sondern nein, Klimaschutz muss in den Mittelpunkt. Ja, Herr Hille, Sie haben den geschützten Rahmen angesprochen, den die Industrie für die Transformation natürlich braucht. Carbon Leakage ist eines der prominent diskutierten Themen, natürlich auf der internationalen Brüsseler Bühne vor allen Dingen, wo im Moment Border Carbon Adjustment Mechanisms sehr, sehr prominent diskutiert werden als eine Möglichkeit, um diesen geschützten Rahmen für die Industrie herzustellen. Ist das aus Ihrer Sicht die Diskussion, die dort läuft, im Moment gerade schon zielführend? Sind Border Carbon Adjustment Mechanisms etwas, was Sie als Instrument wertschätzen und was Ihnen den Rahmen bieten kann? Oder sehen Sie da, dass in der Diskussion noch Elemente fehlen? Also ich will mal vorsichtig sein, weil ich noch keine konkrete Ausgestaltung dieses Instrumentes gesehen habe. Wir sind da allerdings einigermaßen kritisch eingestellt, weil wir glauben, dass es sehr schwer werden könnte, diese Mechanismen WTO-konform einzurichten. Es hängt auch ein erheblicher Zertifizierungsdruck dann dahinter, denn wenn man bewertet, mit welcher CO2-Last ein Produkt nach Europa eingeführt wird, muss ja irgendjemand auch sagen, wie Produktion in anderen Gebieten der Welt denn erfolgt ist und ob sie nach grünen Standards erfolgt ist oder nicht. Das wird sehr herausfordernd werden, also es ist ein rein praktisches Thema. Auch natürlich, was passiert mit Exporten aus dem europäischen Raum, also schwierig. Es gibt sicherlich noch eine andere Reihe interessanter Instrumente. Herr Waldhausen hat es gerade auch schon erwähnt, Carbon Contracts for Differences oder zum Beispiel auch Quoten für die Verwendung grünen Stahls, ähnlich wie das heute bei Kraftstoffen der Fall ist. Man könnte auch zum Beispiel über Dinge nachdenken, dass man Bereiche, Sektoren, Industriesektoren koppelt. Wie wäre es denn zum Beispiel, wenn sich Automobilhersteller die Verwendung grüner Werkstoffe anrechnen lassen könnten auf ihre Flottenziele über Lifecycle-Analysen? Da ist sicher einiges denkbar, was vielleicht noch mal ein bisschen geschickter ist als nur die Carbon Border Measurements. Also ich will es nicht rundheraus ablehnen, sehe da aber gehörige Schwierigkeiten in diesem Instrument. Und die reine Fokussierung nur auf dieses Instrument, die finden wir zu beengt. Also da müsste auch über anderes nachgedacht werden. Vielen Dank. Kaiser Bockner ist nochmal in Richtung der Arbeitnehmerschaft gedacht. Wir hören ja immer wieder das Argument, dass wenn wir jetzt im Konjunkturpaket nicht ausreichend Anreize setzen, in neue Technologien zu investieren, dass womöglich dem Staat am Ende das Geld fehlt für die notwendige Unterstützung in die transformativen Technologien der Industrie. Wie sehen Sie das? Müssen wir da
müssen wir da uns wappnen auf eine Entweder-Oder-Diskussion, die da sagt, entweder wir retten jetzt die Unternehmen, können dafür aber später weniger Unterstützung leisten, oder ist das etwas, was aus Ihrer Sicht doch irgendwie zusammengehen kann? Also das habe ich versucht zu beschreiben. Ich glaube, man muss sowohl diese Kurzfristperspektive im Auge behalten, also Unternehmen müssen erstmal erhalten bleiben, Produktionsstrukturen müssen erstmal erhalten bleiben, und zwar in ihre ganze, also in Wertschöpfungskluster, Wertschöpfungsketten. Deutschland hat ja immer noch relativ geschlossene industrielle Wertschöpfungsketten, und so rettet man auch die Arbeitsplätze. Und so rettet man übrigens auch die Finanzierung für die mittelfristige Investitionen, die man in den Unternehmen, aber auch über Steuergelder durch den Staat tätigen kann. So, man muss sozusagen diese Kurzfristperspektive der Unternehmen im Blick behalten. Und dann, und das ist natürlich irgendwann eine finanzielle Gratwanderung und schwierige Frage für den Staat, man muss auch diese mittelfristige Perspektive im Blick behalten. Also sowohl das Unternehmen Geld haben, in mittelfristig aktive Technologien zu investieren, aber auch, dass der Staat da eine Unterstützungsleistung über nicht nur 1-2 Jahre, sondern möglicherweise über 5, vielleicht noch längere Jahre, wenn es um geschützte Räume geht, dass der Staat Geld dafür hat. Und so kann man dann mittelfristig und langfristig auch Beschäftigung sichern. Also eigentlich ist es ja so, dass nur durch Innovation können wir langfristig in Europa und Deutschland Beschäftigung erhalten. Also sonst werden wir auch hier einfach, also wenn wir nicht das Tempo mithalten bei der industriellen Umstellung, dann werden wir auch hier Industrieplätze, Arbeitsplätze verloren sehen. Also von daher sehe ich sozusagen, diese Kurzfristperspektive muss da sein, gleichzeitig immer auch diese mittel- und langfristige Perspektive. Und dann ist natürlich aus Gewerkschaftssicht, wenn man Kriterien einfügt für Unternehmen, die Kredite bekommen zum Beispiel, zu gewisse grüne sozusagen Investitionskriterien oder so, dann muss man auch gucken, dass diese Unternehmen nicht Arbeiter irgendwie lassen oder dass die da betriebsbedingte Kündigungen da einführen auf große Skala. Also da muss man natürlich auch gucken, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Also das wäre auch so relevante Kriterien aus Arbeitnehmersicht, Tarifbindung zu stärken, Betriebsräte einzubinden, solche Kriterien bei der Vergabe von Fördergeldern zu berücksichtigen. Mhm. Vielen Dank. Vido, lass uns doch noch mal gucken, was im Zuschauerraum bei Fragen und Antworten oder bei den Fragen los ist. Ich habe da einiges Interessantes schon gesehen. Was wäre denn eure Auswahl an Fragen, die ihr gerne noch in die Runde reingeben würdet? Ja, es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Fragen. Ich würde vorschlagen, wir machen das im 2+2-Format. Zunächst 2 Fragen und dann nochmal 2. Die erste interessante Frage kommt von Herrn Düssler von der GmbH-Gruppe. Und er fragt, die Förderung nachhaltiger Projekte zielt derzeit immer auf Investitionsbudgets ab. Viele dieser Techniken, wie etwa die hochkalorische Wärmeerzeugung mit Wasserstoff statt Erdgas, sind aber aufgrund der betrieblichen Kosten, also der OPEX, in den nächsten 20 Jahren unwirtschaftlich. Was kann die Politik unternehmen, um diese Hürde zu knacken? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage von Herrn oder Frau Macke. Lässt sich grüner Wasserstoff allein über einen CO2-Preis rentabel machen? Dann gehen wir das mal rein in die Runde. Wer möchte dazu anfangen? Herr Fischedick, Sie sind schon unmuted, dann legen Sie mal los. Nein, vorsichtig von mir. Ja, kann ich gerne machen. Ich glaube, die Diskussion rund um OPEX und CAPEX, das ist ja gerne die ersten Fragen gewesen. Also der Investitionskosten und der laufenden variablen Kosten sind ganz, ganz wichtige. Und andere Instrumente, die gerade schon mehrfach erwähnt worden sind, zielen genau darauf ab, diese schwierige Hürde zu überwinden. Das ist zum Beispiel diese Carbon Contracts for Difference, sind ja genau ein Instrument über einen längeren Zeitraum, eben beides in den Griff zu bekommen und die realen Differenzkosten, die entstehen, für die Unternehmen auch für einen längeren Zeitraum abzudecken, bis zu einer Phase, wo sich das von alleine trägt. Und genau solche Instrumente brauchen wir, glaube ich, um auch Investitionssicherheit für die Unternehmen schaffen zu können. Zum Wasserstoff, das war eine Frage, die ganz am Anfang nochmal anklang, die vielleicht noch unbeantwortet ist. So sicherlich in der Anfangszeit ist Wasserstoff, gerade auch grüner Wasserstoff,
deutlich teurer als herkömmliche Verfahren. Das werden wir dann nicht sozusagen rein marktgetrieben bekommen, ohne den CO2-Preis sehr, sehr hoch treiben zu müssen. Da braucht es eben Investitionszuschüsse in die Herstellung und Transport vom Wasserstoff, bis dann tatsächlich ein sich selbst tragendes System entsteht, was natürlich dann über CO2-Preise sich ein Stückchen weiter anpegeln muss. Ich will aber gleich die Bedarfsfrage am Anfang der Diskussionsrunde nochmal mitnehmen, die ja gestellt worden ist. Ich glaube, wir haben sehr unterschiedliche Szenarien heute vorliegen, die zu sehr, sehr unterschiedlichen Wasserstoffbedarfen für Deutschland in der Zukunft führen. Und der Hintergrund ist, dass wir natürlich nicht genau einschätzen können, wie und wo gelingt es uns, sehr stark in die direkte Elektrifizierung reinzugehen, die eigentlich immer effizienter ist, als der Umweg über die Wasserstofftechnologie zu gehen. Also nehmen Sie den ganzen Verkehrsbereich, jetzt nicht nur bei den PKWs, sondern auch die interessante Idee der Oberleitungs-LKWs beispielsweise oder auch industrielle Anwendungen im Wärmebereich. Da ist die Frage, wie weit gelingt es uns, direkt zu elektrifizieren? Und die zweite Frage, die auch schon anklang, wie weit gelingt es uns, auch in geschlossenen Wirtschaftskreisläufen zu denken und damit weniger Primärmaterialien noch herstellen zu müssen. Auch das zahlt am Ende des Tages ein auf die Frage, wie hoch ist denn der Wasserstoffbedarf in Deutschland? Und die Herkunft, letzter Satz, da sind sich eigentlich die allermeisten Szenarien einig, dass zumindest mittel- bis langfristig der Wasserstoffbedarf in Deutschland so hoch sein wird, dass wir ihn allein aus heimischen Quellen nicht werden decken können, sondern dass wir da auf Importstrukturen angewiesen sind, in der Zusammenarbeit mit Nachbarländern, der Hafen Rotterdam ist schon angesprochen worden, aber auch Nordafrika, aber auch natürlich ein globaler Wasserstoffmarkt, der sich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten etablieren wird. Vielen Dank. Gibt es Ergänzungen dazu aus der Runde? Vielleicht auch noch eine Bemerkung, und das ist auch gar nicht schlimm, wenn es so einen globalen Wasserstoffmarkt gibt, denn die Idee einer Autarkie ist nicht unbedingt immer das Beste für den Frieden in der Welt. Also wenn wir anderen Ländern auch weiterhin eine Chance geben, uns mit Energie zu beliefern, die heute vielleicht fossile Energieträger liefern, dann kann das sicherlich auch zur Stabilisierung dieser Länder und zu gut nachbarschaftlichen Beziehungen beitragen. Herr Professor Fischedick hatte ja gerade auch Nordafrika genannt. Warum nicht? Also das muss uns keine Angst machen. Das ist eher eine Chance. Milo, weitere Fragen? Ja, es gibt eine Frage von Frau Lena Friedmann. Sie fragt, wie kann bei der Förderung von Projekten Technologieoffenheit erreicht werden? Und in dem Zusammenhang noch eine zweite Frage von Herrn Günther Harp. Müssen wir eventuell Genehmigungsverfahren verkürzen, um schnell handeln zu können? Ich denke, diese Frage ist vor allem vor dem Kontext interessant. Kann man bestimmte Investitionen in Schlüsseltechnologien eventuell auch vorziehen? Wie lange sind da die Genehmigungszeiträume, bis so eine Anlage von der finalen Investitionsentscheidung bis zum Bau und Betrieb der Anlage steht? Kann man das auch verkürzen? Herr Hille, vielleicht wollen Sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, also Genehmigung von Industrieanlagen ist natürlich nicht ganz einfach, aber wir haben da ja eine gewisse Übung, große Anlagen zu projektieren und genehmigen zu lassen und sehen das eigentlich nicht als den Showstopper an. Wir bauen auch gerade zum Beispiel eine PEM-Elektrolyse mit 2 Megawatt. Das hat auch funktioniert genehmigungsrechtlich. Wir bauen hier Windräder auf dem Werksgelände. Das hat auch funktioniert. Aber also es ist natürlich alles immer am Anfang ein bisschen holprig. Aber ich würde sagen, die Genehmigungsverfahren für die Anlagen, über die wir hier reden, die sind unser kleinstes Problem. Also zumindest, wenn ich jetzt mal für meinen Sektor sprechen darf. Herausfordernd, ja, aber machbar. Und im Übrigen gehen wir ja hier schon seit 100 Jahren mit Wasserstoff um. Ich weiß nicht, ob hinter meinem Rücken der Koksgasbehälter zu sehen ist. Das Gas da drin hat schon 60% Wasserstoff. Also funktioniert, da haben wir die nötigen Erfahrungen und haben da auch keine Angst vor. Herr Weithausen, zu den Genehmigungsverfahren. Ja, zu der ersten Frage Technologieoffenheit und Förderung würde ich gerne was sagen. Und zwar, wenn man sich das anschaut, was wir dort planen, beziehungsweise unsere Förderrichtlinienentwurf, den wir gemacht haben, wird man dort wieder eine Branche finden,
namentlich erwähnt, jedenfalls nicht, noch eine bestimmte Technologie. Das Ziel sozusagen ist dabei entscheidend, dass wir tatsächlich klimaneutrale Technologien oder zumindest Technologien, die den Weg dahin ebnen, also Brückentechnologien, die klar den Weg dahin ebnen, fördern, wie die aussehen. Wir wissen auch nicht, ob in 10, 20 Jahren nicht ganz andere Technologien dann sozusagen auf dem Markt sind oder sich durchgesetzt haben. All das, das ist, kann die Politik sowieso nicht beurteilen. Das will sie auch nicht. Sie hat ein Klimaziel zu erfüllen und dazu wollen wir einen Beitrag leisten. Und deswegen ist die Technologieoffenheit sozusagen ein ganz klares Prinzip, was wir haben. Und was Genehmigung angeht, Genehmigung, natürlich kann man immer etwas straffen, verkürzen, effektiver gestalten. Aber ich möchte nur vor einem warnen, sozusagen, es darf auf gar keinen Fall irgendeine Form von Dumping geben. Also nur, weil wir jetzt eine klimafreundliche Investition machen, auf bestimmte Anforderungen im Genehmigungsverfahren zu verzichten, das wäre sicherlich der falsche Weg. Richtig ist, dass man da immer etwas tun kann. Und ich hoffe, dass auch jetzt die Nutzung von computergestützten Systemen hat sich ja jetzt in den letzten Wochen hat ja einen riesen Hype hervorgerufen, Technologie und auch Erkenntnisgewinn. Ich glaube, da lässt sich noch auf dieser Ebene noch eine ganze Menge machen. In der Substanz aber darf es da kein Dumping geben. Kaiser, gerne. Ja, vielen Dank. Ganz kurz auch zu diesem Thema Technologieoffenheit. Das stimmt ja, dass das ein wichtiges Prinzip ist. Gleichzeitig sehen wir ja auch, dass es vor allem einen Koordinationsbedarf gibt. Also wo werden bestimmte Technologien eingesetzt und wie viel davon braucht man? Das haben wir schon in der erneuerbaren Energienausbau sozusagen gesehen, dass man braucht sowohl Wind an Land, Wind offshore und PVs, egal was sozusagen am günstigsten ist. Und bei Wasserstoff ist es ja eine große Debatte in der Chemiebranche, dass man muss gucken in der Gesellschaft, weil das ein rares Gut ist, muss man gucken, wo das am effektivsten ist, das einzusetzen. Zum Beispiel aus Sicht der Chemie wäre das dann die stoffliche Nutzung, bevor der Einsatz zum Beispiel zu Energieerzeugung oder im Verkehr. Also da muss man sozusagen von der staatlichen Seite die Technologieoffenheit prinzipiell mit einer gewissen Koordinationsverantwortung, glaube ich, stärker übernehmen. Zu diesem Thema Genehmigungsverfahren, das ist ja, also das ist auf jeden Fall die Berichte, die wir kriegen aus verschiedenen Bereichen, dass das mangelt. Also es ist relativ lange Planungs- und Genehmigungsverfahren im Vergleich mit vielen Wettbewerbsländern in Deutschland und auch, dass es tatsächlich da einen Fachkräftemangel gibt an vielen Stellen und dass da einfach eine generelle Aufstockung sozusagen an der personellen Seite helfen würde, um Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Vielen Dank. Herr Hille, nochmal dazu. Ja, noch eine Bemerkung zur Technologieoffenheit. Die Technologieoffenheit darf am Ende aber keine Entschuldigung dafür sein, nicht endlich großtechnisch zu werden, denn wir müssen ja jetzt mal langsam rauskommen aus dem kleinen Maßstab. Ja, der ist am Anfang vielleicht notwendig, aber irgendwann jetzt muss es kommen, denn sonst wird das 2030, 2040 eng. Industrieanlagen brauchen so 4 Jahre, nicht, bis die mal da stehen, selbst wenn sie heute den Startschuss geben bei diesen Größenordnungen, über die wir hier reden. Und es freut uns ja als Salzgitter AG sehr, dass das, was wir vor 5 Jahren konsequent angefangen haben, nämlich diesen Wasserstoffweg zu verfolgen, dass das mittlerweile in der Industrie breite Zustimmung findet. Ich kann da jetzt neben Ihrer Studie auch noch auf die letzte Veröffentlichung von Roland Berger hinweisen. Da sind wir in einem Bereich unterwegs, der erstens da ist, verfügbar industriell und besonders energieeffizient. Die Chemieindustrie war gerade angesprochen worden. Sie können kaum irgendwo mit Wasserstoffeinsatz, nein, Sie können nirgendwo mit Wasserstoffeinsatz so viel auf einer solchen Skala an CO2 einsparen pro eingesetzte Wasserstoffeinheit wie in der Stahlindustrie, weil wir bei uns einfach Steinkohle als Basis haben. Wenn Sie mit Wasserstoff Steinkohle verdrängen, dann haben Sie den allerhöchsten CO2-Einsparungseffekt. An anderen Bereichen, im Verkehr zum Beispiel, da verdrängen Sie mit Wasserstoff Kohlen Wasserstoffe. Das heißt, die enthalten ja schon einen Wasserstoffanteil und deshalb haben Sie da nicht so einen hohen Effekt. Das heißt also, wenn Sie so eine Merit Order machen, wo man den Wasserstoff hinpacken sollte, dann ist die Stahlindustrie, denken wir, ganz vorne mit dabei,
beim Thema, da ist er effizient und vernünftig eingesetzt. Also wir denken, bei der Stahlindustrie ist dieser Weg Wasserstoff und Elektrifizierung. Wir brauchen nämlich tatsächlich Moleküle. Wir können nicht die Reduktionsreaktionen Stand heute auf industrieller Skala direkt elektrifizieren. Der Professor Fischedick sprach es an, das wäre toll. Es gibt da Ansätze, die sind aber noch sehr kleinformatig und noch nicht industriell reif. Am Ende brauchen die auch Energie, die man bei den Verfahren, die wir hier betrachten, nicht braucht, zum Beispiel für das ultrafeine Aufmalen von Eisenerz, sehr energieaufwendig. Also ich will damit sagen, der Prozess, den wir hier verfolgen, der hat einen sehr geringen Energieeinsatz, ein hohes CO2-Vermeidungspotenzial, eine technische Reife und hat sich durchgesetzt mittlerweile, ist nachhaltig, weil sie Kohlendioxid verdrängen, anstatt es in irgendetwas umwandeln oder unter die Erde bringen zu müssen. Das heißt, in dieser Kombination, denken wir, ist das Thema Technologieoffenheit vielleicht nicht mehr ganz so entscheidend im Vergleich zu dem Thema, gehen wir jetzt mal langsam in die Umsetzung und schaffen wir die Bedingungen dafür. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Hille, das war schon fast ein Schlusswort. Das wollen wir aber dem Kollegen Bernd Wenzel überlassen vom KI. Der hat die Diskussion hier heute ein Stück weit mitverfolgt und würde versucht, die ein bisschen für uns zusammenzufassen. Ich sage nochmal Danke in die Runde an alle Panelisten und entsprechend, ja, es hat wie immer Spaß gemacht und vielen Dank für Ihre Teilnahme. Wir werden sicherlich im Austausch bleiben. Gerne, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Peter, für die Überleitung. Ja, das war jetzt eine Diskussion und Vorträge zu sehr, sehr vielen Aspekten. Insofern jetzt in so ein, zwei Minuten das nochmal zusammenzufassen, ist eine Herausforderung. Ich will es trotzdem versuchen. Die Vorträge drehten sich ja jetzt darum, was können wir denn vorrangig tun, um eine Wiederaufnahme der Produktion zu optimieren im Sinne von Klimaschutz. Und da wurden einige Vorschläge gemacht. Und ich habe jetzt mal mitgenommen so ein paar Zahlen, die mich auch beeindruckt hatten in diesem Kontext, dass wir letztendlich mit einer Energienachfragerückgang von 6%, was erstmal sich nach einer kleinen Zahl anhört, aber das ist der höchste seit rund 70 Jahren ist. Und daran sieht man, wie groß diese Auswirkungen sind. Aber dass das alles nur temporäre Effekte sind und das jetzt erstmal kurzfristig die natürlich auch in der Diskussion angesprochenen Unternehmen müssen weiter existieren können auch. Das heißt, deren Produkte, die sie jetzt noch haben, brauchen eine gewisse Nachfrage, aber mittel- bis langfristig müssen Investitionen und Produktionsverfahren nachhaltiger werden. Und das heißt, alle Unterstützungsmaßnahmen, die der Staat da also auflegen wird, müssen das in den Blick nehmen, sodass alte Strukturen nicht weiter verfestigt werden, weil die langfristig oder mittelfristig schon auch keine Zukunft mehr haben werden, um den Klimaschutz dann voranzubringen. Und dass das jetzt in der Hinsicht schon auch eine Chance ist, aber auch gleichzeitig eine große Herausforderung. Es gilt darum, jetzt sozusagen nachhaltige Projekte, die es schon gibt, die auch schon bekannt sind, voranzutreiben, zu befördern. Das geht auch in die Richtung, was Herr Hille gerade nochmal sagte, sagen, für die Stahlindustrie ist es ja im Prinzip klar, in welche Richtung das gehen kann und mit dem Wasserstoff und dass das jetzt in großtechnische Anwendungen überführt werden muss, von den Laborgrößen mal wegzukommen. Und dass dabei die Rahmenbedingungen entsprechend auch gesetzt werden müssen. Und diese Rahmenbedingungen sind die Herausforderung, die Carbon Border Adjustments, die von der EU auch vorgeschlagen werden, stellen halt hohe Anforderungen auch an die Überprüfbarkeit der einzelnen Produkte, die dann in die EU importiert werden. Wie sind die eigentlich hergestellt worden? Das ist eine Nachweisfrage, die nicht einfach zu bewerkstelligen ist. Insofern werden da andere Instrumente auch präferiert, wie Carbon Contracts for Difference, die sich halt eher an die Produktion, an das Produkt dann anbinden, was dann auch hier verkauft wird oder entsprechende Absatzquoten für bestimmte grüne Produkte bis hin, dass man halt auch Branchenbarrierenziele verkoppeln könnte. So, und Frau Borknes hat nochmal darauf hingewiesen, dass es ja um die Haltung von Industriestrukturen jetzt aus kurzfristiger Sicht geht, damit überhaupt Arbeitsplätze auch bleiben, weil sonst stünde eine Deindustrialisierung an und dieses Beispiel auch aus der Stahlindustrie, dass China ja
30 Mal so viel Rohstahl produziert wie wir in Deutschland, zeigt einfach auch, welcher Hebel an anderen Orten besteht, was auch das Ersetzen von Kohle angeht. Aber trotzdem sind wir nachher in Helia dazu verdammt, erfolgreich zu sein. Sonst sind wir irgendwie aus dem Spiel letztendlich auch raus. Und das kann nicht im Interesse des Klimaschutzes sein und auch nicht im Interesse vom Standort Deutschland, weil an der Industrie hängt hier irgendwo der gesamte Wohlstand und die durch die Umverteilungseffekte auch letztendlich das Gesundheitswesen, um das es ja auch in diesen Tagen viel geht. Auch das muss ja finanziert werden. So, Genehmigungsverfahren sind eine Aussage von Herrn Hille, jetzt nicht die Herausforderung. Frau Borgnes hat noch ergänzt, dass es allerdings einen Fachkräftemangel bei Genehmigungsbehörden geben wird. Und jetzt Industrieanlagen genehmigen ist eine Sache, Strom- und Leitungsnetze genehmigen, da gibt es teilweise auch sehr lange Zeiträume. Insofern ist das Thema aus Sicht von Herrn Hille zwar jetzt nicht das Hauptthema, aber im Kontext aller Maßnahmen über Deutschland insgesamt gesehen, wird in den Genehmigungsbehörden so einiges an Arbeit aufschlagen, was, wenn dann neue Anlagen gebaut werden sollen. So, damit bedanke ich mich jetzt bei Ihnen als Zuschauer bei unserer Runde hier dafür, dass Sie zugeschaut haben, dass Sie Interesse gehabt haben bei den Referierenden für die Vorträge, für die Beiträge auch der Panelisten und beim Vorbereitungsteam hier für die gesamte Veranstaltung, die im Hintergrund viel gemacht hat, damit dieses Online-Format möglich wurde. Insbesondere bei Agora Energiewende und auch hier bei uns beim Kompetenzzentrum. Den Mitschnitt von dieser Veranstaltung, der wird ab der nächsten Woche auf den Webseiten vom Agora Energiewende und von unserem Kompetenzzentrum werden Sie dann finden können, sodass auch Interessenten, die jetzt keine Zeit hatten, das nochmal nachschauen können oder bestimmte Parts, die sich noch angucken können. Und die Links zu den Präsentationen, die haben sich bereits im Chat gefunden die werden dann auf den Webseiten, denke ich, auch nochmal verfügbar gemacht werden. Ebenso die Kontaktmöglichkeiten zu den verschiedenen Beteiligten jetzt hier. Ich möchte mich damit von Ihnen verabschieden und bedanke mich nochmal im Namen des gesamten Teams für Ihr Interesse. Und am Thema Transformation in Richtung zu einer klimaneutralen Industrie. Und wünsche Ihnen noch einen guten Tag und hoffe, dass wir beim nächsten Mal in diesem Runde auch persönlich wieder mehr zusammenkommen können. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und kreative Lösungen für die Herausforderungen, die vor Ihnen liegen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.